Hallo und herzlich willkommen beim Subground Talk Podcast, unserem Interviewformat für die elektronische Musikszene und Subkultur. Heute zu Gast Produzent, Live-Act und Gitarrist Andy's Echo. Andy released seit 2020 seine Musik als Andy's Echo und hat seitdem viele weitere EPs auf Labels wie Steel for Talent, 3000 Grad oder Katamucke rausgebracht. Wir haben mit Andy aber nicht nur über seine aktuellen Projekte gesprochen, sondern sind wirklich tief in seine musikalische Geschichte eingetaucht. Angefangen hat alles, als Andy sich auf der Gitarre seiner Familie das Spielen selbst beigebracht hat in seiner Jugend. Und es dauerte nicht lange, bis er die Musikschule besuchte und in Bands mit seinen Freundinnen die Songs der ganz Großen selbst gespielt hat. Kurz danach kamen seine ersten Berührungen mit der Techno-Szene in seine Heimat rund um Frankfurt am Main, wie zum Beispiel im Szene-Club, dem U60311. Nach seinem Studium in Heidelberg wagte Andy dann den Versuch, nur durch Musik sein Leben zu finanzieren, was ihm nach seinem Umzug nach Hamburg vor allem durch Straßenmusik und als Gitarrist in Coverbands gelang, und bald danach wagte er auch eigene Bandtracks selbst zu produzieren. Doch da der Techno-Szene als Gast nicht mehr ferngeblieben ist, kam es natürlich irgendwann dazu, dass er seine Gitarrenkünste und Vocals mit den Klängen der elektronischen Musik kombinierte, was ihm dann in 2019 den Durchbruch für sein Soloprojekt brachte. Seitdem hat er vielen von uns auf den Electro-Dance-Floss dieser Welt unvergessliche musikalische Reisen beschert mit seinen Ohrwurm-Melodien und emotionalen Vocals. Zu den Highlights dürften da gehören das Sonnendeck auf der Fusion, das Africa Burn oder das 3000 Grad Festival. Wie diese Reise für Andy ablief, wie er mentale Herausforderungen überwinden konnte und warum er gerne in euren Wohnzimmern seine erste Konzerttour machen würde, erfahrt ihr in dieser Folge. Freut euch also auf ein spannendes und sympathisches Interview mit Andy's Echo. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen im Podcast, Andy. Ja, moin. Schön, dass ich hier sein kann. Ich habe zu danken. Wir haben es jetzt schon lange vorgehabt, die Folge aufzunehmen. Du bist ja schon seit Stunde 1 von der Idee mit involviert hier gewesen, aber da kommen wir nachher nochmal zu. Erstmal cool, dass du den Weg nach Berlin gefunden hast. Wir können uns nämlich endlich heute mal in meiner Küche treffen. Ich hoffe, da könnt ihr uns ja mal schreiben, dass der Sound passt. Hier ist natürlich nicht so ein top optimiertes Studio wie jetzt zuvor bei Johann und Stefan. Aber unsere Tonleute haben wenigstens gesagt, ist in Ordnung. Ja. Ich finde, es klingt gut. Gut. Und wir haben heute auch Premiere mit dem neuen Aufnahmegerät. Das deckt sich jetzt ja auch noch. Ja. Aber Andy, um dich kurz vorzustellen. Du bist jetzt schon seit 2020 ja, unterwegs mit deinem Projekt, machst Musik. Mhm. Hast schon echt viele EPs rausgebracht. Ich habe gestern nochmal dein Spotify ein bisschen durchgescrollt. Also Hammer und Respekt, wie viele Tracks du da schon dir selbst gebaut hast. Hast auch schon viele geile Gigs gemacht. Fusion war dabei, 3000 Grad Festival, viele tolle Clubgeschichten. Und wir haben uns ja letztes Jahr beim 3000 Grad Festival, glaube ich, dann kennengelernt, ne? Genau. Da haben wir uns getroffen und habe ich glaube dann erst bei der Crew-Party danach, die ja schon von dem Projekt erzählt, bei dieser Afterparty vom Festival, ne? Entweder da oder als die 3000 Grad Party in der Ritter Butzke haben wir auf jeden Fall auch noch drüber geredet. Ja. Aber vielleicht, wahrscheinlich auch schon. Ich glaube auch schon bei der Party. Ja. Ich glaube auch. Du warst nämlich einer der ersten, wo ich dann so dachte, ich share dir mal das Projekt. Wir hatten dann ja auch die Party zusammen in Dresden, wo wir irgendwie dann mal Kontakt hatten und dann, genau. Ja. Bist du auf jeden Fall einer der Gründe, warum wir letztendlich den Schritt gewagt haben und gesagt haben, machen wir. Und wir hatten ja eigentlich dich auch als Folge 1 geplant, dann kam wieder zeitlich was dazwischen. Aber so bist du jetzt endlich hier mit dabei. Jawohl. Geil. Geht's dir gut? Ja, total. Bist du gut nach Berlin gekommen, warst jetzt ja schon ein paar Tage hier, hast auch gefeiert, hast du mir erzählt. Genau. Heute ist ja Montag. Ja, Sisyphos hat er aufgemacht und haben Freunde von mir gespielt. Da wollte ich natürlich hin und dann war ich noch auf einem Konzert am Samstag von Say Yes Dog, der Band, ich gern mag. Das war auch geil und dann auch nochmal kurz in Klunkerkranich und irgendwie hatte ich viel Energie. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen weniger Energie, aber bin noch verhältnismäßig fit. Sehr gut, ja. Wir haben auch lecker Mittag oder bei dir was Frühstück gerade noch gegessen. Vorher sind wir noch ein bisschen durch Kreuzberg gestapft und ja, jetzt machen wir die Folge. Ja, starten wir mal rein. Wie ist denn so, gerade bei dir, in welcher Phase deines Jahresrhythmus erwischen wir dich gerade so? Wir nehmen jetzt ja gerade Anfang März auf. Die Folge kommt dann
in so 3-4 Wochen erst raus, weil ich habe jetzt ja so oft schon den Moller angekündigt, der muss jetzt auch bei Folge 3 dann zuerst online gehen mit Steffi, mit dem 3000 Grad Festival, aber genau, so zur zeitlichen Einordnung, ist das für dich jetzt gerade so eher irgendwie Studio Live oder alles so ein bisschen? Ja, auf jeden Fall mehr Studio Live als Sommer. Also ich bin da selbst gar nicht so bewusst, dass ich mir sage, jetzt ist diese und jene Phase. Ich weiß auf jeden Fall, dass es im Sommer hektischer sein wird, ich mehr unterwegs sein werde und weniger Zeit sein wird für Musik produzieren, weswegen ich auch schon im Januar und Februar viel Zeit dafür verbracht habe. Aber so kann ich jetzt gar nicht sagen, jedes Jahr im März ist es so und so, weil jedes Jahr jetzt so unterschiedlich war und sich ja sowohl bei mir selbst als auch so die in der Szene oder in der Branche selbst alles so dynamisch ist und jedes Jahr so anders ist. Ja, dass ich jetzt nicht sagen kann, jetzt ist es so, wie es jeden März war, aber schon eher noch nicht so viele Gigs gerade. Auf jeden Fall nicht so viele, wie es im Sommer sein werden, sondern noch ein bisschen mehr Zeit in Hamburg, um selbst Musik zu machen, was ich aber ganz gern mache. Also ich finde es dann auch mal nett, wenn man mal ein Wochenende keine Gigs hat und selbst irgendwie sich überlegen kann, was man macht oder halt Musik produzieren. Bist du sonst im Sommer eigentlich fast jedes Wochenende unterwegs oder? Eigentlich fast jedes. Also viel dann als Andy's Echo, aber dann habe ich auch immer mal wieder mit anderen Projekten Gigs. Und wenn ich dann halt mal nicht selbst auf einem Festival spiele, dann, keine Ahnung, gehe ich aber trotzdem auch als Gast halt gern mal auf eins, sodass ich das Gefühl habe, ich bin die ganze Zeit sozusagen im Arbeitsumfeld. Ja, ja. Auch wenn ich das häufig gar nicht so sehr als Arbeit empfinde, aber ja, es ist halt eigentlich immer viel los. Eigentlich jedes Wochenende steht irgendwie was an. Ja, was hast du nur ganz kurz noch für andere Projekte, mit denen du da irgendwie auflegemäßig unterwegs wärst oder musikmäßig? Ach, auflegemäßig ist das gar nicht. Nee. Also ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder noch in anderen Bands gespielt, dann häufig als Gitarrist. Und habe auch noch ein Duo mit einem guten Freund, was wir schon seit Ewigkeiten machen. Also wir haben früher viel Straßenmusik zusammen gemacht und spielen jetzt halt dann manchmal noch irgendwie so, ja, so kleine Gigs halt. Okay, geil. Ja. Gibt's da einen Namen, wo man das irgendwie findet? Oder ist das disclosed? Das ist disclosed, auf jeden Fall. Okay, gut. Naja, who knows. Und der Rest erfreut sich an Andy's Echo. Genau, es muss was Besonderes bleiben. Ja, ist ja legitim. Nice. Wir haben gerade eben, als wir gegessen haben, drüber gequatscht gehabt. Du wohnst ja eigentlich in Hamburg, aber du hast mir erzählt, du bist jetzt auf der Suche auch nach einer Wohnung in Berlin, aber WG-Zimmermäßig und wolltest die Chance hier mal direkt ergreifen, mal kurz die Leute, die sich das hier anhören, zu fragen, ob sie da irgendwas wissen, ne? Ja, genau. Ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit. Ich habe jetzt schon in der Vergangenheit immer mal wieder bei Gigs, bei denen ich wusste, da sind jetzt viele Leute aus Berlin, einfach so zwischen dem vorletzten und letzten Song dann mal die Felder runtergezogen und gesagt, ey, übrigens, ich suche eine Bude in Berlin, weil ich dachte, das ist erstens der charmantere und vielleicht auch weniger stressige und vielleicht auch erfolgsversprechendere Weg, ein Zimmer in einer entspannten WG oder eine Wohnung für eine WG-Neugründung zu finden, weil ja viele Sachen ja dann einfach direkt so über Kontakte laufen und ansonsten die Zimmer suchen ein bisschen weniger als die Wohnungssuche, aber doch beides ja sehr beschwerlich und stressig ist, wenn man das so über die Wege versucht, über die es alle versuchen. Und ich dachte, wenn und ich jetzt konkret schon auf was ist so das die Suchmission, die du jetzt einmal hier loswerden willst? Was worüber würdest du dich freuen als Input? Ich würde mich freuen über ein WG-Zimmer von 20 Quadratmeter oder mehr mit entspannten Leuten. Ja, halt irgendwo relativ zentral in Berlin. Ja, das nice. Ist so der also Kern. Wenn ihr Bock habt auf einen tollen Musiker in eurer WG oder irgendwie eine WG aufgelöst wird und die Räumlichkeiten irgendwie an jemanden aus der Szene geben wollt, dann schreibt Andi doch gerne. Instagram ist wahrscheinlich das Einfachste, ne? Ja, hit me up. Ich komme gern vorbei auf ein Bier zum Kennenlernen. Geil. Hammer. Also viel Erfolg, dass das klappt. Wenn ich was höre, melde ich mich natürlich auch, aber vielleicht klappt es ja hier rüber.
womit ich immer jetzt so reingestartet bin, auch mit Stefan und Johann in den Folgen vorher, weil es einfach furchtbar spannend ist, wie ich finde, wie ihr so zur Musik gekommen seid. Mhm. Wir sind da auch dann oft sehr tief abgebogen und ich weiß, wir haben in den Folgen zuvor auch sehr viel Zeit für beansprucht. Aber ich finde es total schön, so diese Geschichten kennenzulernen, weil das macht euch auch irgendwie so einzigartig in den Wegen, die ihr da irgendwie gegangen seid. Aber ja, würde ich gerne auch mit dir drüber schnacken. Ja. Du spielst ja nun auch ein Instrument. Das fängt ja meistens dann nicht erst irgendwie mit 20 an, sondern da kommt man ja sicherlich auch schon früher so zu. Du spielst ja Gitarre, ja. Wissen die Leute, die dich live sehen und dein Insta verfolgen. Das war wahrscheinlich dann auch so der erste Step irgendwie zum Musikmachen, oder? Dass genau. Genau. Aber ich glaube, ich habe für die Verhältnisse relativ spät angefangen. Mit 14 oder 15 habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Bis dahin habe ich hauptsächlich Counter-Strike gespielt. Sehr ambitioniert oder sehr viel und dann irgendwann. Ich habe gerade echt so kurz, so eine halbe Sekunde, warte, welches Instrument ist das? Counter-Strike, ja, perfekt. Ja, ja ist auch mit den Fingern irgendwie. Ja, genau, muss man auch irgendwie, weiß ich nicht. Trainiert. Muss man auch üben. Ja, muss man auch üben. Nee, ich hatte halt, ach, ich weiß nicht, das ging dann irgendwie so in der Realschule los, dass ich, zuvor hatte ich halt hauptsächlich Hip-Hop gehört und dann irgendwann hatte ich vor allem durch Beatles und Nirvana und viele Bands so Zugang gefunden zu eher gitarrenlastiger Musik. Geil. Und meine Schwester hat auch schon Gitarre gespielt zu der Zeit. Und ich dachte dann, also irgendwie habe ich dann so einen Ruf verspürt, habe gemerkt so, ja, irgendwas daran spricht zu mir, ich will das halt auch machen und habe dann eigentlich von einem Tag auf den anderen die Menge an Zeit, die ich sonst ins Zocken gesteckt habe oder in so Sachen, die halt auch Bock machen, habe ich dann darin verwendet, anzufangen, Gitarre zu spielen und dann auch wirklich jeden Tag in der Schule schon darauf hingefiebert, dass entweder das jetzt endlich Schulschluss ist und ich nach Hause kann und anfangen kann, wieder Gitarre zu üben. Wahnsinn. Weil ich habe das Gefühl, bei den meisten Leuten, die dann ins jugendliche Alter kommen, dann ebbt das ab, wenn man vorher schon so lange in der Musikschule war, weil es dann irgendwie so ein bisschen so andere Sachen sind dann irgendwie cooler. Aber es ist ja echt spannend. Und hast du es dann selbst beigebracht mit so Dingen oder warst du auch in der Musikschule dann? Am Anfang habe ich mir erstmal die Gitarre meiner Schwester oder eher unserer Mutter genommen und damit halt, keine Ahnung, halt selbst angefangen zu spielen. Und dann aber auch Gitarrenunterricht genommen und hatte da auch das Glück, dass ich einen Gitarrenlehrer hatte, den Thomas Hegner in der Musikschule Stockstadt am Main, der halt einfach richtig cool war und der jetzt nicht so den Ansatz verfolgt hat, dass er einem halt aufdrückt, was man zu lernen hat, sondern der gesagt hat, ja, bring halt mit, worauf du Bock hast. Geil, und dann ja. Bringe ich dir das bei oder dann lernen wir das zusammen. Und es war natürlich total motivierend, weil ich habe dann halt, weiß ich nicht, so halt auch viele Songs von Nirvana mitgebracht und da die ja auch jetzt die meisten davon verhältnismäßig leicht zu erlernen sind, hatte ich da sehr schnell Erfolgserlebnisse und konnte halt sehr, sehr schnell die Lieder meiner Lieblingsband nachspielen und es motiviert natürlich total, da halt mehr zu lernen und macht dann halt übelst Bock. Ja, so, wenn halt klar, wenn du deine Lieblingshits dann auch selbst ist. Ja, genau. Und dann halt im Kinderzimmer zu Hause bei den Eltern die Musik aufdrehen und die Gitarre mitspielen, so ist halt geil. Hast du dann auch schon angefangen zu spielen und zu singen gleichzeitig? Weil da stelle ich mir zum Beispiel auch unheimlich kompliziert vor, ja, sich auf beides zu konzentrieren. Also ich wollte da dann auch eigentlich singen. Also ich hatte auch ziemlich schnell, ich glaube, da hatte ich noch nicht mal ein Jahr Gitarre gespielt, dann meine erste Band. Das war mit 15, ne? Habe ich im Internet irgendwo gelesen. Ja. Hatte ich meine erste Band und am Anfang haben wir uns natürlich getroffen und Musik gecovert. Ja. Aber ich habe dann auch angefangen, einfach selbst Lieder zu schreiben und auch die Texte dazu geschrieben. Und zunächst hat das dann aber ein Bandkollege gesungen. Ich habe es mich nicht so richtig getraut. Mhm. Und muss sagen, hatte auch, ja, ich habe die Töne einfach nicht getroffen. Also ich hatte jetzt nicht von, es gibt ja so Leute, die sind so talentiert, die können einfach singen. Ja. Ne? Die fangen einfach an zu singen und die treffen die Töne und müssen gar nicht drüber nachdenken. So war das bei mir nicht. Für mich war das Arbeit, das so gescheit zu erlernen. Hatte aber die Motivation, das dann irgendwann zu können, weil ich halt die Lieder selbst geschrieben habe und mir gedacht habe, okay, dann will ich eigentlich halt auch
die Person sein, die auf der Bühne die Lieder dann auch selbst singt. Ja. Ja, und dann war das so Learning by Doing. Also, ja, ich glaube, das Motivierendste war halt, dass es direkt die Möglichkeit, also dass es da halt einen Grund gab, das zu erlernen, weil wir hatten halt Auftritte. Okay. Und ich hatte eine Band. In welchem Kontext so? Also was habt ihr überhaupt für Mucke da gemacht? Oh, mit der Band? War das auch noch die Nirvana und solche Geschichten? Sowas, oder? Ja, halt schon auch so Beatles und wir haben natürlich dann auch so, also Sachen, die halt, es hat halt gerockt. Ja. Also, AC/DC und so. Geil, ja. Oder ich weiß es gar nicht mehr so genau, was alles, aber halt schon auch so 60er, 70er Classics, was man vielleicht auch so ein bisschen cringy finden kann, weil es natürlich nicht so cool ist wie irgendwie das, was zu der Zeit halt cool war, wie Strokes oder Arctic Monkeys oder so. Okay. Aber was ja doch irgendwie auch der Ursprung oder die Inspiration ist für vielen von dem, was damals cool war. Und was wir halt cool fanden, was Bock gemacht hat zu spielen, was häufig auch dann halt auch leicht zu erlernen war. Und ja, also sowas dann halt gecovert und dann eigene Songs geschrieben, die dann aber weniger nach so Classic Rock geklungen haben, sondern es war dann schon, weiß ich nicht, Indie-Pop oder so. Ja. Und in welchem, also jahreszahlenmäßig, wo sind wir da so circa? Ist das irgendwie? Ich glaube, das war dann so 2007 oder 2006, 2007 muss das so losgegangen. Ging das, glaube ich, so los. Ja, sweet. Und du bist dann aufgewachsen, also da im Main-Gebiet um Frankfurt, ja. Genau, in Aschaffenburg. Das ist so. Gerade so noch Bayern, aber der Vorort Aschaffenburgs, in dem ich aufgewachsen bin, Stockstadt, der ist noch mal näher an der Grenze zu Hessen. Das heißt, ich da von dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, 10 Minuten spaziert bin in den Wald, dann war man schon über die hessische Grenze. Ja. Ja, und da wird auch eher so schon eher hessisch gebabbelt, als dass es ein bayerischer Akzent ist. Ja. Mhm, ja. Und dann hast du da ja auch in Frankfurt deine ersten Begegnungen mit dem Techno gehabt, ne? Mit der Techno-Szene. Und kam es da zum Elektro? Oder wie ist so das für dich in dein Leben gekommen? Ja, also das erste Mal, dass ich in so einem richtigen dedizierten Techno-Club war, das war in Frankfurt, das war das U, was es dann auch gar nicht mehr so viel länger gab. Das war ist in Frankfurt auf der Zeil, also auf der Haupteinkaufsstraße, eine ehemalige U-Bahn-Station. Mhm. Und ich glaube, ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich irgendwann mal mit meiner Mutter in Frankfurt war und dann ging da auf der Zeil so eine Tür oder so eine Luke auf. Ja. Kommt halt so Nebel raus und kommen halt verschallerte Leute raus. Und ich konnte damit halt noch gar nicht so richtig was anfangen. Ich habe es nur so wahrgenommen und es halt zur Kenntnis genommen. So irgendwie gemerkt, okay, da ist halt irgendwas. Welche Uhrzeit? Also dann, die haben quasi durchgefeiert und die sind dann morgens irgendwie lang oder? Ja, ich kann es dir nicht mehr so genau sagen, aber das war ja, also das ist jetzt auch schon so lange her und das ist schon so lange geschlossen. Ja. Aber ich meine, das war ja auch ein Club, wo das dann halt nicht um 5 Uhr morgens schon zu Ende war, sondern es ging dann halt auch länger. Deine Mutter bist dann ja wahrscheinlich nicht um nachts um 3 da irgendwie vorbeispaziert. Nee, um die Zeit sind wir nicht über die Zeit, auf jeden Fall. Ja. Aber das war noch wahrscheinlich Jahre, bevor ich da selbst so Berührpunkte mit hatte. Oder wie so. Heißt nochmal das U, die Zahl dahinter, das war U, hast du das im Kopf? Ich habe sonst hier, war nochmal 30. War es 3011? Ich kann es dir gerade gar nicht selbst. Ach nee, U60311. Ja, okay. Oder wie auch immer man die Zahl dann. Ja, die Postleitzahl. Die Postleitzahl, halt, ne? Genau. Also ich nehme jetzt an, es ist die Postleitzahl. Ich hätte sie gar nicht selbst sagen können, weil ich habe das halt immer also das U genannt. Ist, ne? Okay. So nennt es ja dann auch jeder. Ja, ja. Übrigens, ich habe nämlich das jetzt dann nochmal kurz auch nachgeschaut und dann kam ich direkt, ich glaube, es war ein Facemake-Artikel, so vor ein paar Wochen erst, macht das wieder auf? Fragezeichen. Ja. Weil irgendein DJ hatte da ein paar nostalgische Bilder gepostet und hat irgendwie der Instagram-Account apparently der offizielle vom U da irgendwie drunter geschrieben, also so von wegen muss ja nicht für ewig Vergangenheit sein oder so. Ja. Also vielleicht gibt es nochmal ein Revival. Wer weiß, also ich weiß da auch nichts zu. Ich hänge an deinen Lippen, ich bin gespannt. Also mich würde es interessieren. Ja. Nachdem das U der Club selbst geschlossen hatte, hatten die dann auch noch in anderen Räumlichkeiten, glaube ich, danach noch Partys weiter veranstaltet. Aber also
Der Vollständigkeit halber muss ich hinzufügen, das war das erste Mal, dass ich in so einem richtig dedizierten Techno-Club war. Ja. Das war das U. Aber vorher haben schon in Aschaffenburg so ein Kollektiv namens Sweat. Okay. Die haben Partys veranstaltet in der Unsagbar, so hieß das. Das war so eine ganz kleine Bar und da lief dann, da haben halt ein paar DJs aufgelegt. Ja. Und das waren, glaube ich, die ersten Partys, auf denen ich so elektronische Musik in einem Club-Kontext erlebt habe. Und da habe ich auf jeden Fall so gemerkt, also irgendwas daran spricht zu mir. Das hat mir schon gut gefallen. ja, ich glaube, das waren so die ersten, das müssen die ersten Partys gewesen sein, auf denen ich sowas gehört habe. Ja, und fand's gut. Ja, und dann bist du in der Szene tiefer eingetaucht, feiern gegangen. Musik gehört. Ja. Und hast erstmal das, also so als Gast enjoyed. Ja, auf jeden Fall als Gast und auch gar nicht so als Connoisseur oder da so tief eingetaucht, dass ich mich groß damit beschäftigt hätte, was da so die verschiedenen Subgenres sind und mit der Kultur, sondern ich war halt einfach dann halt auch gern feiern. Hab dann in Heidelberg gewohnt, da gab es die Villa Nachttanz oder die gibt es, glaube ich, immer noch. Oder dann häufiger mal rüber nach Mannheim, da haben Freunde von mir gewohnt, da feiern gewesen. Und wir sind auch, aber weiterhin häufig mal nach Frankfurt gefahren, dann ins Tanzhaus West, das gibt's auch immer noch. Okay. Also ich glaube, da war ich sehr häufig. Oder halt auf irgendwelchen Open Airs da so in der Nähe. Aber da hatte ich auch noch, also das hat mir einfach Spaß gemacht, ich fand das cool. Aber da hatte ich noch keinerlei Ambitionen, selbst irgendwie Musik in die Richtung zu machen. Mhm. Ja. Ich meine, das ist ja auch das Schöne, was ja die meisten von uns verbindet, einfach das Feiern zu dieser Musik. Ob es nur im Sommer ist, Open Air, Festival oder halt mal im Nachtclub, ne? Ja, was soll man sagen? Es macht halt einfach Bock. Einfach geil, also. Ja. Wir hatten ja auch jetzt letztes Wochenende wieder eine Party in Dresden. Das ist schon schön einfach. Techno. Und dann bist du jetzt da viel, dann hast du gesagt, in Heidelberg auch noch gewesen. Du hast dann nach der Schule oder hast in Heidelberg auch noch dann Schulzeit gehabt? Oder ist das dann schon alles nach deiner Schulzeit gewesen? Ja, also ich habe 2007 die mittlere Reife da gemacht. Ja. Auf der staatlichen Realschule für Knaben Aschaffenburg. Das ist auch richtig geil. Ne? Bayern, da gab es bis vor ein paar Jahren noch an dieser Schule halt Geschlechtertrennung. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Das ist total, musst du echt einen Kopf schütteln. Bayern halt. Oh Mann. Und ich habe dann, weil das nächste Gymnasium von zu Hause bei mir dann aber doch in Hessen war und weil da das auch schwierig war, wenn man nur die mittlere Reife hatte, dann weiterzugehen an ein Gymnasium, das war irgendwie, da musste man dann noch so Aufnahmeprüfungen machen und irgendwie war das schwierig und deswegen habe ich das dann einfach an einem hessischen Gymnasium gemacht, wo dann auch die mündliche Note mehr gezählt hatte, was mir ganz gut entgegenkam, weil ich mich damals schon auch bei komplette Ahnungslosigkeit gut verkaufen konnte. ja, da habe ich Abi gemacht und dann noch Zivildienst. Ich bin noch die letzte Generation Zivildienst. Das fand ich auch, das hat sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich dann auch noch in der Lebenshilfe. Okay. Also ein ambulanter Pflegedienst, so könnte man das, glaube ich, bezeichnen. Das haben auch viele Freunde von mir gemacht und da hatte man dann halt einen Wagen von der Lebenshilfe und ist damit zu verschiedenen Klienten gefahren, sei es jetzt ältere Menschen, gebrechliche Menschen oder Menschen mit verschiedenen Behinderungen, die man dann im Haushalt unterstützt, mit oder für die einkaufen geht. Oder ich hatte zum Beispiel auch eine Gruppe von Kindern mit Down-Syndrom, mit denen man dann halt Fußball gespielt hat. Mhm. Oder die ich von der Schule oder von so einer Werkstatt abgeholt habe, dann ins Jugendzentrum. Mhm. Und dann hat man da mit den Aktivitäten gemacht. Also war total vielfältig und halt deswegen auch total spannend und ja auch irgendwie wertvoll, weil es ja das erste Mal dann war, dass ich irgendwie Verantwortung hatte, nicht nur für mich, ne, in der Schule, das Schlimmste, was passiert ist, du hast halt schlechte Noten, dann sind Mama und Papa sauer vielleicht so, aber mein Gott, es interessiert ja am Ende niemanden. Ja. Und da eine Tätigkeit in der Lebenshilfe, wo man wirklich direkt merkt, man macht was und das macht das Leben von anderen Leuten halt besser, das war schon irgendwie sehr bereichernd. Genau, das habe ich gemacht und danach bin ich nach Heidelberg gezogen, um da zu studieren. Okay.
Nice. Und das Studio hast du, Studio sag ich schon, Studium hast du in Heidelberg dann noch fertig gemacht, weil du bist ja nach Hamburg gezogen, da wurdest du ja auch immer noch. Ja. Und dann warst du aber erstmal in Heidelberg, bist das. Genau, da war ich in Heidelberg 5 Jahre, beziehungsweise zwischendrin noch ein halbes Jahr in Amsterdam für ein Auslandssemester. Und ja, das Studium habe ich zu Ende gebracht. Das hieß politische Ökonomik. Oha. Ja, das ist, ich dachte, das sei ein bisschen geisteswissenschaftlicher und vielleicht auch so ein bisschen kritischer, aber am Ende war es dann doch relativ konservativ in der Denkschule, also halt Wirtschaftswissenschaften und du durftest halt noch ganz viele andere Sachen belegen, aber die Professoren und die Pflichtveranstaltung waren schon dann irgendwie so eine eher konservative Denkschule, was ich dann so ein bisschen auch als Etikettenschwindel empfand, weil das Studium auch beworben wurde als interdisziplinär und mich das schon auch eher immer interessiert hat. Ja. Wenn du über so wirtschaftliche oder wirtschaftspolitische Fragen redest, wie zum Beispiel den Mindestlohn, dann wurde in der Uni im Prinzip mit angewandter Mathematik was ausgerechnet und am Schluss hast du halt eine Zahl und du machst halt so Wirtschaftswissenschaften ist da dann im Sinne halt angewandte Mathematik. Aber was mir da gefehlt hat, ist, dass man dann auch über so Gerechtigkeitsfragen und den Kontext, den gesellschaftlichen Kontext redet. Weil wenn du über einen Mindestlohn zum Beispiel redest, dann muss ja auch Teil der Frage sein, was ist denn eigentlich ein gerechter Mindestlohn? Ist es der, der gerade so das Überleben sichert? Oder muss der ein bisschen höher sein, damit du dann auch zum Beispiel deinen Kindern gesellschaftliche Teilhabe zusichern kannst, dass du denen finanzieren kannst, dass die zum Beispiel in die Musikschule gehen oder so. Und über sowas wurde da halt nicht gesprochen. Also da habe ich dann auch mal einen Prof drauf angesprochen in der Vorlesung, habe gefragt, ja, also setzen wir das jetzt vielleicht auch mal in so einen Kontext? Der meint so, nee, das ist nicht Teil unserer Disziplin. Und das fand ich so übelst enttäuschend, weil am Ende geht es ja doch irgendwie so um Menschen und alles findet in einem Kontext statt, der da aber, fand ich, viel zu kurz kam. Glücklicherweise ging es den meisten meiner Freunde, mit denen ich das studiert habe, auch so, dass wir dann, also dass es da dann auch von Studenten organisiert, so andere, so freiwillige Vorlesungen gab, ja, sehr cool, wo Profs eingeladen wurden, die einen bisschen kritischeren Ansatz hatten und man ja auch viel, zum Beispiel Soziologie oder auch alles, was man wollte, humane Geografie, Psychologie belegen konnte, was ich gemacht habe, sodass es mir auf jeden Fall Spaß gemacht hat. Aber ich hatte auf jeden Fall, also in mir ist dann das Gefühl erwachsen, dass ich keinen Bock habe, jetzt so ein Master in sowas dran zu hängen, weil dann mache ich dasselbe halt nochmal in noch mathematischer. Ja. Und obwohl mich das alles interessiert und vor allem auch so die politische Komponente hinten dran, habe ich jetzt nicht so Bock, das zu meiner Hauptsache zu machen. Was wäre denn die Konsequenz, auch damit dann zu arbeiten? Das hört sich so nach irgendwie Instituten an, die da entweder zu forschen oder so Bundestag Abgeordneten irgendwie. Sowas ist möglich, ne? Also viele arbeiten dann halt in so Nichtregierungsorganisationen oder in Forschungsinstituten oder du kannst halt auch, keine Ahnung, in der Bankversicherung oder in einer Unternehmensberatung arbeiten. Okay. Aber das fand ich nicht attraktiv. Und meine ist jetzt auch nicht despektierlich anderen Leuten, die so einen Weg für sich gewählt haben, aber für mich war das halt nichts. Ja. Und ich hatte aber parallel zum Studium auch immer weiter Musik gemacht. Wollte ich auch gerade fragen, wo Musik dann in den Jahren in Heidelberg für dich, also das Machen der Musik, dann noch so da war, ne? Das war die ganze Zeit da. Ja. Also ich habe die ganze Zeit Musik gemacht und eigentlich auch immer so gemerkt, das macht mir halt so am meisten Spaß und ich würde gern das zu meiner Hauptsache machen, aber ich habe es mich nicht so richtig getraut, weil ich, also ich glaube, weil ich erstens niemanden so im näheren Umfeld hat, jetzt in, also zum Beispiel jetzt kein Onkel oder niemand Verwandtes oder so, der selbstständig ist oder selbstständig künstlerisch aktiv, also niemand, der das so also vorgelebt hat. Also Selbstständigkeit erstmal nicht im künstlerischen Sinne, sondern also selbst das hattest du jetzt nicht irgendwie die, was weiß ich, eine Handwerksfirma oder so hatten? Ja, also das gab es noch nicht. Niemand, der das vorgelebt hat, sodass das irgendwie weit weg schien. Und dann hatte ich auch immer das Gefühl, dass die Leute, mit denen ich Musik mache, dass die das alles schon deutlich besser können als ich. Mhm. Also dass ich in den Bands, in denen ich gespielt habe, zwar nicht ausgebremst habe, aber schon so gemerkt habe, die anderen Musiker in den Bands, mit denen ich halt so spiele, die haben schon eine höhere Grundmusikalität und sind an ihren Instrumenten versierter und checken dann halt in der Probe Sachen schneller als ich.
was mir dann so das Gefühl gegeben hat, ja, dann reicht's halt vielleicht nicht. Mhm. Und das hat mich so gebremst. Ja, aber das habe ich dann, also der Wunsch war trotzdem immer da und ich habe mir dann aber auch gedacht, so gerade nachdem ich mit dem Bachelor fertig war und so angefangen habe zu überlegen, was mache ich denn jetzt halt, ja, so gemerkt, ja, eigentlich will ich ja halt nur Musik machen, aber ich traue es mich nicht so richtig und hatte das dann reflektiert und mir gedacht, es gibt ja eigentlich nur drei Optionen jetzt so. Die eine Option ist, ich versuche es halt auch irgendwie, Musik zur Hauptsache zu machen und es klappt nicht so richtig und dann ist es zwar vielleicht ein Downer, aber ich habe es halt versucht und dann kann ich das ja vielleicht trotzdem in meinem Leben erhalten als so zweites Standbein oder halt auch einfach als großes Hobby, was viel Raum einnimmt, aber sicher meinen Lebensunterhalt mit was anderem und dann habe ich es trotzdem versucht. Oder ich versuch's und es klappt irgendwie und es wäre natürlich total der Traum, so wie es jetzt halt tatsächlich auch ist, dass ich seitdem ich nach Hamburg ziehe, von Musik lebe, also seitdem ich in Hamburg wohne, also seit 2016, nur von Musik lebe oder halt zwar auch am Anfang vor allem noch so andere kleine Jobs mal hatte, aber das dann ziemlich schnell übergangen ist in, ja, jetzt lebe ich nur von Musik. Und die dritte Option wäre halt, ich versuch's nicht. Und dann werde ich mir das irgendwann aber vorwerfen, ja, und bekomme eine Midlife-Crisis und muss mir mit Mitte 40 eine Harley-Davidson kaufen, weil so macht man das ja dann als Mann, um so eine Midlife-Crisis zu überwinden oder so. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Wäre auch schlecht gewesen, weil ich habe gar keinen Motorradführerschein. Das wäre dann voll die teure Midlife-Crisis. Ja, genau. Und deswegen, also war dann klar, dann muss ich es ja einfach versuchen. Entweder es klappt halt oder es klappt halt nicht. Und das werde ich dann halt schon sehen. Und dann bin ich auch ganz glücklich, dass ich da dann den Mut hatte, das zu versuchen. Hatte den dann aber auch, weil doch zu dem Zeitpunkt schon ein paar von meinen Freunden das gemacht hatten. Also gemerkt haben, so, jo, die wollen halt nur Musik machen. Ja. Und die haben mir das vorgelebt. Ich habe mir gedacht, okay, das kann funktionieren. Dann schaffe ich es vielleicht doch halt auch. Du hast ja, also ich wusste gar nicht, dass du schon ab 2016 davon leben konntest. Weil ich hatte das jetzt nur in dem Kontext mit eben als Anis Echo jetzt gelesen gehabt, dass es ja im letzten Jahr dann geklappt hatte. Also es hat sich alles schon ergeben, bevor du 2016 mal bist nach Hamburg gezogen. Ne? Ja, genau. Und schon bevor du hingezogen bist oder dann in dem Kontext hast du es dann geschafft, von Musik zu leben. Mit welchen Tätigkeiten dann? In Bands, ja, dann oder? Auch, genau, schon hauptsächlich mit Auftritten, also dann halt zum Beispiel in einer Coverband spielen oder so. Ja. Oder war es noch die gleiche Band von der Schulzeit? Oder? Nee, die gab es dann nicht mehr, weil dann halt alle in andere Städte gezogen sind. Und so der klassische Weg, den es dann häufig nimmt, so nach der Schule, dass es daran dann auseinandergeht. Ja. In Coverbands spielen, Straßenmusik machen. Das hast du dann, also wie viel hast du das gemacht, Straßenmusik? Also zu Studienzeiten schon echt viel. Also eigentlich jedes Wochenende, jeden Freitag und Samstag. Krass. Und es hat auch echt gut funktioniert. Also ich habe bisher noch mit keinem so ausführlich mal darüber gesprochen. Wie läuft es dann ab? Also mir ist klar, du packst irgendwie deine Sachen fest hin und dann hast du irgendwie, wie viele Tracks, die du dann an dem Tag Rewind, Repeat ja wahrscheinlich. Also du machst jetzt ja nicht dann irgendwie 6 Stunden nur verschiedene Lieder, ne? Nee, also ich habe, glaube ich, meist so 1,5 oder 2 Stunden gespielt, bis ich halt keinen Bock mehr hatte. Ja. So, oder bis ich gemerkt habe, jetzt wird es eher, also die Anstrengung überwiegt dem Spaß und dann höre ich halt auf. Okay, es hat auch einfach Bock gemacht. So. Ja, das total. Also es passiert ja halt auch immer was. Ja. Es passiert halt immer was. Also du kannst ja dann auch einfach, das habe ich auch häufiger gemacht, dann vor allem mit einem Freund zusammen in andere Städte fahren oder so kleine Straßenmusiktouren, dass man halt eine Woche rumfährt und jeden Tag in eine andere Stadt sucht sich halt irgendwie einen Platz, stellt sich auf die Straße und spielt. Und man kriegt halt genügend Kohle, um davon dann halt zum Beispiel ein Hostel zu zahlen oder man crasht halt bei Freunden auf der Couch und dafür lädt man die dann halt in die Kneipe ein, so, ne? Und auch genügend Kohle für einen Sprit und so. Und dann, also das war dann schon eher so zum Spaß. Ja. Also dann halt, um die Kohle auch wieder zu verfeuern im selben Zuge und wie die Könige zu leben. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Frage? Nee, einfach wie das so war mit der Straßenmusik, aber das hast du ja damit doch schon so beantwortet. Also auch Respekt, das erste Mal, wie war das allererste Mal, das zu machen? Erste Mal Straßenmusik, meinst du? Ja, halt voll aufregend. Also schon,
Wie war das? Also schon auch sehr aufregend, weil du ja auch nicht weißt, wie die Leute reagieren. Ja, und dann auch so die Furcht davor, dass die Leute dann einen so vertreiben oder eher so reagieren, du nervst. Ne? Kann ja auch sein. Ja. Kommt auch immer mal vor, dass dann halt so Leute sich gestört fühlen davon, aber dass... Die dann da irgendwie wohnen oder irgendwie, weil... Wer jetzt vorbeigeht, der geht ja vorbei, oder? Ja, oder ihren Laden da haben oder auch die Angst, dass schnell irgendwie Ordnungsamt oder Polizei kommt. Aber das war halt selten der Fall. Also meist haben sich die Leute gefreut. Ja. Also gerade wenn es irgendwie an einem Tag ist mit gutem Wetter, freuen sich die Leute, wenn da halt jemand ist und das Ganze musikalisch noch untermalt. Okay. Viele bleiben stehen. Man kommt dann auch manchmal so mit den Leuten ins Quatschen und lernt dann halt irgendwie Leute kennen und geht mit denen Bier trinken oder so. Cool. Also es geil. Man, das ist immer so eine Überraschungskiste. Okay. Aber das Feedback war halt meistens positiv und ich dachte mir dann, das ist ja voll geil, dass ich jetzt halt für irgendwas, was mir Spaß macht, erstens Anerkennung bekomme von den Leuten und zweitens dann halt auch noch irgendwie Kleingeld. Und zwar hinreichend genug, um dann nicht in einem Café arbeiten zu müssen. Ja, ja, voll cool. Respekt, dass du das gemacht hast. Also, finde ich nice. Ja, wusste ich auch noch gar nicht. Da denke ich gerne dran. Ja. Machst du es immer noch ab und zu? Oder wann war es, weißt du, wann das letzte Mal war? Das letzte Mal Straßenmusik. Ich kann es dir echt gerade gar nicht sagen. Ja, also ist es jetzt 5 Jahre her, oder? Nee, vielleicht. Also ich glaube, letztes Jahr habe ich das auch nicht gemacht. Vielleicht so vor 2 Jahren oder so. Also mit meinem Kumpel Justin, mit dem ich das fast immer zusammen gemacht habe, mit dem ab und zu denken wir nochmal dran und sagen so, okay, müssen wir eigentlich mal wieder machen. Ja. So. Müsste ich mal wieder machen mit ihm. Ja, es war voll cool, sag Bescheid, komm ich mal vorbei. Ja. Nice. Ja, also mit den Bands, mit der Straßenmusik Kohle gemacht und dann bist du nach Hamburg 2016 und hast das eigentlich so weiter gelebt erstmal. Ja, genau. Und in Hamburg hatte ich dann auch erstmal, also da ging das dann, kurz bevor ich nach Hamburg gezogen bin, habe ich angefangen, mich mit Musikproduktion auseinanderzusetzen. Da war ich häufig in Mannheim drüben. Ja. Das ist ja direkt neben Heidelberg und da ist die Popakademie. Da hat auch der Justin, mit dem ich Straßenmusik mache oder gemacht habe viel, der hat da studiert und mit dem bin ich eben gut befreundet und war da häufig und da hängen dann halt immer viele Musiker ab und die haben alle schon Musik produziert und ich war dann halt ab und zu dabei und dann haben wir gemeinsam gejammt oder Songs geschrieben und dann konnte ich so über die Schulter schauen und habe gesehen, wie mächtig das halt ist, wenn man das beherrscht, also wenn man halt eigenständig so einen Song produzieren kann und auch die Instrumente, die du jetzt halt vielleicht nicht so gut beherrschst oder wenn du halt du kannst dann halt so ein Drumkit da programmieren, so provisorisch oder mit Samples was bauen und kannst dann im Alleingang halt einen fertigen Song produzieren und brauchst dafür nicht ein großes Aufnahmestudio und eine komplette Band, sondern du kannst das selbst machen. Das fand ich faszinierend und hat da glücklicherweise die Möglichkeit gehabt, häufig über die Schulter zu gucken und mir halt so Sachen abzugucken und dann auch den Mut zu fassen, ich versuche das jetzt halt mal selbst. Ja, nice. Und hab da dann mit einer ähnlichen Motivation, mit der ich dann damals angefangen habe, Gitarre zu spielen, so ich meine, boah, das macht übelst Bock und es ist voll mächtig, richtig viel Zeit reingesteckt, in Hamburg dann auch erstmal keine eigene Band gehabt und dann halt gedacht, ja okay, dann habe ich jetzt halt viel Zeit, Musik zu produzieren, dann produziere ich meine Tracks jetzt halt mal selbst. Damals halt noch so keine elektronische Mucke, sondern so auch so, weiß ich jetzt nicht, Indie-Pop-Rock-Dings. Und so meine Produktionsskills so ein bisschen hochgezogen, bin aber weiterhin auch immer gern auf Raves gegangen und habe dann halt irgendwann auch aus Gag halt gedacht, ja, könnte jetzt auch mal versuchen, so ein Beat zu produzieren. Und aus Spaß auch manchmal einfach über so Musik mit der Gitarre gejammt. Und ein anderer Freund live aus Hamburg, der da schon aufgelegt hat und auch Partys mitveranstaltet hat, der hat es so mitbekommen, hat gemeint, ey Andi, willst du nicht mal auf einer unserer Partys spielen? Mhm. Und das war dann das erste Mal, dass ich so einen Auftritt mit elektronischer Musik hatte. So kam das dann. Das war dann Richtung 2019, oder? Also ich muss jetzt mal überlegen, das erste Mal, da war das noch, also auch überhaupt nicht mit großen Ambitionen, sondern mehr so als Gag, hey, kannst du hier dann so zur After-Hour-Zeit da, glaube ich, für eine halbe Stunde ein Set spielen. Das war, glaube ich, auch schon 2017. Okay. Und das war dann so um 9 oder 10 Uhr morgens und es war echt auch eine richtige Katastrophe. Oh, also ich habe den Floor leer gespielt und so. Also da waren die Tracks wirklich noch nicht so gut.
die klangen auch von der Produktionsqualität noch nicht so gut. Mhm. Die haben halt gegen so gemasterte Tracks, die ein DJ spielt, komplett abgestunken. Mhm. Also halt nicht genügend Wumms gehabt. Und dann, weil die Party noch so voll war, haben sie dann halt neben dem kleinen After-Hour-Floor, auf dem ich dann da gespielt habe, haben sie gesagt, okay, es lohnt sich jetzt eigentlich nochmal den großen Floor aufzumachen. Und da sind halt alle darüber. Ah, ne? Und dann stand ich da also vom leeren Floor und gesagt, boah, scheiße, ey. Das ist ja richtig traurig jetzt. Ja. Und das hat dann auch erstmal mich davon abgehalten, das nochmal so elektronische Musik zu machen. Also trotzdem mal weiter Musik produziert und gern Raven gegangen, aber halt nicht das selbst weiter probiert. Aber irgendwie dann doch nochmal einen Versuch, nochmal einen Versuch gestartet und dann die Musik auch besser verstanden und auch von der Qualität der Produktion es besser gelernt und dann, glaube ich, Ende 2018 Thrill Me, da auch so ein kleines Video bei mir zu Hause mit so Visuals, psychedelischen Visuals, die auf den Song reagieren, zurechtgeschnitten und das hochgeladen. Und daraufhin hatten sich ein paar Leute bei mir gemeldet aus Hamburg, haben gemeint, ey, willst du das nicht mal auf Partys von uns machen? Okay, geil. Und dann ging es erst so richtig los. Da habe ich hier noch stehen, dass das 2019 eben, das war so, was wir da irgendwie im Netz gefunden hatten, 2019 als Mahatma Andy, irgendwie die ersten Live-Acts. So, genau, das war der vorherige Name. Den kannst du auch gerne gleich nochmal erklären. Und dann aber das als EP released mit Thrill Me war dann ja in 2020 im Mai, ne? Auf Acca Records steht jedenfalls hier. Genau. Also, aber hattest du halt schon weit vorher fertig und einfach so für dich, just for fun, auch schon mitgenommen, den Track. Das war so der erste Track und den habe ich dann im November 2018 mit diesem Video auf YouTube gepackt. Über YouTube dann. Ja. So kurz darauf haben sich halt ein paar Leute gemeldet und dann hatte ich 2019 direkt schon recht viele Gigs, hauptsächlich in Hamburg und so das Gefühl gehabt, ah ja, okay, da wird man dann halt innerhalb Hamburg so rumgereicht, weil hat halt wohl irgendwie so eine Nische besetzt. Also es gab ja zu dem Zeitpunkt auch schon einige Leute, die das richtig gut gemacht haben, Instrumente und so Live-Elemente verbinden mit elektronischer Musik. Aber ich hatte das Gefühl, in Hamburg vielleicht noch nicht. Oder ich weiß nicht, danach, da hatte ich ja noch nicht so den großen Blick drauf. Man kann ja auch nicht alles kennen, aber... Aber das hat dann gut funktioniert. Ja. Dann hatte ich viele Gigs. Damals hieß ich noch Mahatma Andy. Ja. Genau. Und fand das halt gaggig. Ja, so. Das war witzig. Hast du einfach irgendwie mal ausgedacht mit Friends oder... Ja, ich weiß oder gar nicht. Oder auf der Couch oder so. Ja, ich fand es halt einfach lustig. Und da hatte ich dann auch noch so ein paar Tracks, die halt weniger, die auch noch so ein bisschen, jetzt nicht trashig waren, aber auch so noch so ein bisschen funky, lustige Elemente drin hatten. Und da fand ich, passt der Name dann ganz gut. Und ich fand es halt auch irgendwie lustig, mich dann halt auf der Party oder beim Gig dann halt so vorzustellen, ich bin Mahatma Andy. Ja, das ist geil. Und dann bist du aber für den Thrill Me hast du aber dann schon direkt released als Andys Echo, ne? Genau. Ja, ich habe dann den Namen geändert, weil ich gemerkt habe, ich mache dann halt auch manchmal so ein bisschen melancholischere oder verträumtere oder ernstere Songs. Ja. Und wenn du einen Namen hast, der halt nach einem Joke klingt, dann läuft halt alles erstmal durch diesen Filter, Mahatma Andy. Oder klingt der halt so nach gaggig oder auch nach Rapper vielleicht eher als elektronische Mucke, die manchmal so ein bisschen trippy ist. Und dann dachte ich, okay, dann ist es vielleicht sinnvoll, einen neutraleren Namen zu haben, der durch die Musik aufgefüllt wird, als einen Namen direkt schon so eine Assoziation weckt und der dann so die Musik einfärbt, weißt du? Und dann habe ich halt auch überlegt und ich fand es ganz praktisch, dass mein eigentlicher Name schon Teil des Künstlernamens ist, weil das dann halt manchmal so die Kommunikation erleichtert, wenn du die Leute noch nicht kennst auf einer Party, weil sie halt wissen, okay, das ist Andy, das wird Andys Echo sein wahrscheinlich. Das macht es für alle irgendwie einfacher und dachte ich, okay, das baue ich da halt ein und dann habe ich gedacht, okay, Andys Echo, weil, also jetzt ausgeschrieben zwar nicht, aber phonetisch ausgesprochen ist es halt eine Alliteration, finde ich, geht gut runter. Hatte nicht bedacht, dass dann halt alles anders aussprechen werden. Manche sagen dann halt Andys Echo, Andys Echo, Andys Echo, alle möglichen Variationen. So. Ja, so ist das, glaube ich, mit Namen. Ne? Wo ich dann auch, also und was ist mir, ja schon simpel, wo es mir auch, also da bist dann keine Eitelkeit, ist ja mir wusst, aber so mir dachte ich, okay, macht jetzt jeder seine Version draus. Aber ich finde den gar nicht so, du meinst mit die Musik füllst dann, ich finde es echt einen perfekten Fit so, weil Echo ist ja auch was, oder Echo dann Englisch,
das, was weitergetragen wird von dem, was man irgendwie aussendet und gerade wenn deine Songs auch mal Tiefe haben, ja, finde ich schon nice und fit. Ja, okay. Also gut. Über diese Interpretation habe ich jetzt noch gar nicht nachgedacht, aber die werde ich übernehmen und als meine ausgeben. Okay, ja. Das ist okay. Dafür ist der Podcast da. Ja. Nee, aber so, das ist so mein Gedanke dazu. Ja, ich dachte halt einfach, weil so Echo halt ein Effekt ist, also ja, ein Delay, das ich häufig verwende, weil das dann halt irgendwie so trippy macht und ich halt gern so trippy Elemente drin habe. Und dann hatte ich auch tatsächlich im Hinterkopf, es gibt so eine Band, oder eigentlich ist es ein Projekt von einer Person, Melodies Echo Chamber. Mhm. Ist auch so trippy Indie-Mucke, klingt so ein bisschen wie Tame Impala, ein bisschen poppiger. Ja. Und ich fand den Namen halt geil. Und Echo Chamber, ne, ist ja, also bevor man früher so digitale Plugins hatte, hatte man ja dann wirklich so Räume, um damit Sound reinzuschicken. Mhm. Und dann erzeugt das halt Hall und dann hast also du ein Mikrofon. In echten Raum. Ja, genau. Du hattest halt früher, bevor du das digital erzeugt hattest, hattest du halt große Räume, auch in den Abbey Road Studios zum Beispiel. Ja. Und da schickst du dann halt mit einem Lautsprecher die Stimme oder den Teil der Musik rein, den du halt verhallen willst. Und in demselben Raum hast du dann Mikrofone, die diesen Hall halt wieder aufnehmen. Ja. Und den mischst du rein. Und dann hast du halt real erzeugten Hall. Und das ist ein Echo Chamber, so nennt man diese Dinger. Und ich fand es auch, also irgendwie cool. Also es ist halt ein total naheliegend, als du das noch nicht artifiziell herstellen konntest, musstest du Hall ich so. Ich glaube sowieso, das war eine ganz kreative, ich meine, das klingt so, als wenn die Branche nicht mehr kreativ ist, aber dieser Part ist natürlich viel kreativer als ich mache 3 Klicks am Rechner, das will ich jetzt sagen. Also das ist ja mega clever auch. Ja, ist auch irgendwie geil und hat auch irgendwie was Romantisches und Charmantes, weil du ja wirklich den echten Raum aufnimmst. Ne? Dann bekommt und jeder, dieses Wort auch so, ich mache noch einen Raum drauf. Ja. Das bekommt halt was ganz, das ist dann, ja, das ist geil. Und ja, verwende ich viel und habe halt gedacht, ja okay, mache ich da draus was und habe halt einfach gedacht, okay, kürze einfach ab, Andy's Echo, cool. Ja. Nehme ich jetzt. Ja. Ist jetzt auch eingeloggt. Geil. So, wir haben jetzt ja die Möglichkeit hier mit dem Tonpult. Wir können es natürlich auch so noch reinschreiben. Ich würde sagen, das ist jetzt nämlich auch Premiere für den Podcast. Es haben uns viele von euch das Feedback gegeben. Es würde doch mega Sinn machen. Ihr macht einen Podcast mit Musik, ladet hier ProducerInnen ein und Artists, die auch selbst eben Songs raushauen, wenn ihr die auch mal ein bisschen einspielt. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir die rechtlichen Themen, die wir natürlich abgeklärt haben, weil das ist der einzige Grund, warum wir es noch nicht gemacht haben, vernünftig recherchiert haben. Wir spielen jetzt ja auch deine Musik und so weiter. Wir klären es noch im Hintergrund, dass wir natürlich jetzt dann auch mal ab und zu einen Song hier mit reinspielen, weil das ist natürlich die Sprache, die nochmal viel mehr trägt, als wenn wir jetzt ja alles nur besabbeln. Deswegen würde ich sagen, hören wir bei Thrill Me mal rein. Ja. Dein erster Andy's Echo Track, richtig? Genau. Ja, okay. Just say the word, I'll let you take a toll. Give me a song, I'll hand you my soul. Give me no break, I'll let you kill me.
Ja, Thrill Me von Andy, der mir gegenüber sitzt. Könnt ihr natürlich gerne nochmal auf Spotify reinklicken. Da ist auch das Musikvideo, da musste ich gerade nochmal schmunzeln, hast du mir ja schon erzählt. Das war ja dann das, was auf YouTube da dann sogar in kompletter Länge dann ist. Ne? Genau. Ja. Das spielst du live. Du hast ja erzählt, das war dann dein WG-Zimmer in Hamburg dann. Ja, ne? ja, genau. Und da habt ihr einfach einen Beamer über dich rübergeschmissen. Mhm. Und du hast doch sogar erzählt, hatte der Clip, den du da gefunden hattest, sogar noch irgendeinen tieferen Sinn oder einfach optisch das. Ich fand das einfach ästhetisch ansprechend. Ja, also für die, die es jetzt nicht kennen, es gibt so eine Kunstform, die heißt Liquid Light Show oder so kann man das nennen. Man nimmt da im Prinzip einen Overhead-Projektor und Farbkleckse oder Farben, flüssige Farben und tropft die drauf und dann verschwimmen die so ineinander und das Ganze projiziert man dann halt irgendwo hin. Und das sieht halt sehr psychedelisch aus und trippy und ich fand, das passt irgendwie gut zu meiner Musik. Und davon gibt es verschiedene Leute, die sowas halt machen. Ja. Und da gab es ein paar Videos auf YouTube von der Channel oder der Artist heißt, wie heißt der nochmal? Edward. Ich glaube, Edward's Liquid Light Show. Ich muss das nochmal nachschauen. Glaub, so vielleicht kann man das dann so in den Credits erwähnen. Genau, ja. Und ja, auf jeden Fall. Den habe ich dann halt einfach angeschrieben, habe gesagt, ey, darf ich das als Grundlage verwenden und zurechtschneiden und habe das dann halt so zurechtgeschnitten und editiert, dass dann halt an den Stellen in den Songs, in denen es halt schneller ist, mehr passiert und an den Stellen, das so ein bisschen getragener ist, auch die Visuals das so widerspiegeln und habe das auf mich drauf projiziert in meinem WG-Zimmer an der Sternbrücke in Hamburg und habe das halt einfach aufgenommen und das ist einfach nur so eine statische Perspektive, was normalerweise ja so ein bisschen halt statisch und langweilig wäre, aber dadurch, dass halt die Visuals so eine Bewegung einbringen, die auf mich drauf projiziert werden, finde ich, ist das sehr lebendig. Ich finde es cool, ja. Ja, auch cool, dass du ihn gefragt hast. Ich hatte jetzt eben gerade schon Angst, dass jetzt die Pointe ist. Ja, Ich habe ihn nie gefragt. Und wir jetzt hier irgendwie nochmal rückblickende Probleme bauen. Nee, das ist schon korrekt, ihn zu fragen. Ich glaube, heute klickt man sich nämlich viel auch im Netz einfach so auch Sachen zusammen, die man irgendwie mal hier und da klaut und dann. Weil natürlich ist es schön, dass so viele Sachen dann so schnell auch Reichweite kriegen, aber Ownership Rights, please respect them. Ja, war mir schon wichtig. Ja. Also ich hatte natürlich dann so überlegt, wenn ich jetzt frage, weil ich habe gedacht, ich muss unbedingt, die sehen so geil aus, ich will die benutzen. Ja. So. Was ist, wenn er Nein sagt? Ja, dann, fühle ich. Auf jeden Fall. Aber dann habe ich gedacht, wenn ich das einfach mache und er im Nachhinein sagt, ey, ich hätte es dir zwar erlaubt, aber weil du nicht gefragt hast, nimmst du das jetzt wieder runter. Ja. Du Depp. Ja. So, und also dann halt auch einfach aus seiner Perspektive, wie würde ich mich fühlen, wenn jemand meine Kunst nimmt, um seine Kunst damit quasi anzureichern. Kann man nicht machen. Nee, so. Ist Kacke. Muss man fragen. Ja, Hammer. Voll schön, dass er da am Start war. Ja, wo wir es gerade gehört haben, ich muss jetzt an 3000 Grad denken und Festival und Party und da kriege ich echt Bock auf Sommer. Ich habe heute früh auch nochmal dein eines Set gehört, da quatschen wir nachher noch kurz. Sag mir nochmal, wie das hieß mit Flow Music. Flow Music, genau so heißt, glaube ich, die Plattform. Ja. Da gibt es ein schönes Soundcloud-Set von dir. Da habe ich auch sehr Bock gekriegt wieder auf Feiern und Sommer. Und kommen wir auch zum nächsten Ding, wo ich so mit dir quatschen wollte. Was waren denn dann so deine, also was natürlich jetzt auch mega kacke gewesen sein muss, will ich mich auch gar nicht so tief mit dir reinsteigern, weil wir sind alle froh, dass es zu Ende ist, aber so die Corona-Zeit, wenn ich jetzt sehe, 2020, das erste Release mit der EP bei 3000 Grad oder auf Acker Records. In die Pandemie rein direkt. Dann war das natürlich jetzt nicht so, dass dann 2020 hammer viele Gigs waren, aber trotzdem so, was waren deine Highlight-Gigs jetzt so, seitdem das alles wieder geht? Also einige. Also klar, alles macht ja mal Spaß, aber sowieso, das ist ja klar. Ne? Aber so Sachen, wo du sagst, wirklich vielleicht auch eine gewisse Wertschätzung, die man dann irgendwie so empfindet für krass, dass ich jetzt auf so einer großen Stage irgendwie das spielen darf oder mir so viel Vertrauen geschenkt wird für so bedeutsame Projekte, die es schon so lange gibt irgendwie. Ja.
Boah, da gab es einige. Die zählen gleich ein paar auf. Ja. Also zunächst war es aber natürlich erstmal total frustrierend, ne? Weil ich so gemerkt habe, boah, ich mache das jetzt, also 2019, erster Gig im Januar, dann direkt immer wieder Folge-Gigs und dass das total schnell Form annimmt, dass ich da richtig viele schöne Erlebnisse sammle, coole Auftritte spiele. Und dann auf einmal wird das so, ja nicht nur für mich, sondern halt für alle so zerschmettert. Und da hätten auch ein paar schöne Sachen angestanden. Ich wäre 2020 zum ersten Mal in Südafrika beim Africa Burn gewesen. Ich wäre als Support mit unterwegs gewesen bei Meute in Großbritannien bei ein paar Gigs. Geil. Meute, die Band. Ja, ja, genau. Ja, also und, kennen ja wahrscheinlich die meisten jetzt, die jetzt zuhören, ja. Aber das also. Und so ein paar Richten, ja. So ein paar Sachen, auf die ich mich halt total gefreut habe. Und die hat es dann halt von einem an auf einen anderen Tag zerschmettert. Und damit ging es mir halt überhaupt nicht gut. Also ich habe das dann auch erst im Nachhinein reflektiert, weil ich da dann erst so eine Trotzhaltung angenommen habe, mir gedacht habe, okay, jetzt erst recht, dann nutze ich halt die Zeit und produziere richtig viel Musik. Mhm. Aber dass das so viele Sachen, auf die ich mich gefreut habe, die ich schon so vor meinem inneren Auge visualisiert habe, wie das werden würde, dass mir die sozusagen genommen wurden durch so eine Pandemie. Das hat mich mental richtig belastet. Das hat mich richtig, glaube ich, runtergezogen. Und dann halt auch diese Ungewissheit, wann geht's denn jetzt endlich weiter? Wird's jemals wieder so wie zuvor? Oder ist das jetzt halt hier alles ein Pipe-Dream? Ja, ich glaube, diese Trotzigkeit, was du meinst. Also ich hatte zum Beispiel in diesen ersten 3 Wochen also bei mir war es ja nicht so krass, dass mir irgendwie jetzt wie bei dir so dieser eine große Weg da irgendwie weggenommen wird. Ich war ja auch noch im Studium und so. Aber ich dachte dann so, ja, 3 Wochen war ja irgendwie so erste Szenario. Und dass wir jetzt einfach mal irgendwie 3 Wochen zu Hause, boah, ja, endlich mal den Lesestapel irgendwie weg. Ja, ja. Also, aber dann die Dauer davon, das hat sich ja nun wirklich auch dann über Jahre gezogen. Natürlich wurde es dann immer softer hinten raus, aber das die erste, also wenn man sich wirklich nochmal damit zurückerinnert, ist es nach wie vor einfach gespenstisch so. Ja, richtig gruselig eigentlich. Also. Deswegen lass schnell, also wenn du natürlich noch was dazu sagen möchtest, werde ich dir da dich nicht abmoderieren, aber sonst springen wir in die schönen Sachen, die dann danach entstanden sind. Darüber haben ja schon so viele Leute so viel gesagt. Ja. Müssen wir jetzt nicht auch nochmal. Nicht nochmal Deep Dive reinmachen. Genau. Ja. Ja. Wie ist es dann danach? Sind die Sachen dann trotzdem zustande gekommen? Ich weiß, Afrika hat ja auf jeden Fall dann geklappt. Mhm. Meute hat das? Nee, das hat nicht mehr geklappt, leider. Das sind ja dann immer so Momente oder so kleine Möglichkeitsfenster, Zeitfenster, wo Timing halt auch stimmen muss, glaube ich. Und da hatte es halt gestimmt. Und ich hatte danach dann halt nochmal gefragt, jetzt scheint es ja wieder zu gehen, ich hätte nach wie vor Bock und so. Und da ist dann aber nichts mehr draus geworden, weil dann zum Beispiel auch die Bookerin, mit der ich da ursprünglich Kontakt hatte, die mir dann halt diese Gigs angeboten hat, hat gemeint, hier könntest du dabei sein, die war dann auch nicht mehr Teil des Teams. Ja, und dann ist dann halt der Draht weg und dann ist es, also. Oder sie haben vielleicht dann auch andere Konzepte, die sie gerade machen und so, dann geht's halt, dann passt es halt nicht mehr. Aber dann die Sachen, die geklappt haben, also so seitdem die. Dann ging es ja richtig los, so erzähl mal die Dinge auf, die wo du eben meintest, so mit ein paar Sätzen. Ja, also eine Sache, die ich mir schon immer, seitdem ich so Musik mache, halt gedacht habe, ist, es wäre schon richtig großartig, mal auf einer der großen Bühnen auf der Fusion zu spielen. Ja. So, das ist so eins der absoluten Träume und Ziele und das. Hör ich nicht zum ersten Mal in diesem Podcast. Ja, natürlich. Also da will ja halt einfach jeder spielen, weil das Event ist. Ne? Das nicht nur das Event selbst, sondern das steht ja halt auch einfach für was. Und da will man schon halt einfach, da will man einfach spielen. Und letztes Jahr habe ich dann auf dem Sonnendeck gespielt, vor so vielen Leuten wie noch nie. Also da, ich meine, das müssen so 4.000-5.000 Leute gewesen sein, die natürlich nicht alle wegen mir da hinkommen, sondern weil sie wegen der Fusion und wegen dem Sonnendeck und die Musik, die da halt häufig so gespielt wird, schon mal einen Vorschuss Vertrauen haben in diese Stage. Aber da hatte ich halt einen richtig geilen Slot bekommen. Und dann da was halt. Was heißt zeitlich richtig geil und vom Tag her? Ich glaube, das war Freitag 23 Uhr bis Mitternacht oder so. Ach so, Nacht sogar, geil. Ja, und da war dann halt, also das ist natürlich dann der Prime. Blick ist ja so irre. Also die Bühne an sich ist ja schon mal großartig einfach, also total irre. Ja. Und dann stehen da halt Tausende von Leuten und haben ihre
ihre leuchtenden, ich weiß gar nicht, Totems, Firesticks, also ne, die ganzen Dinger da. Selbstgebastelte coole Gadgets. Ja, und die leuchten da und dann hast du auch noch diese Lichtshow und dann oben drauf war ja noch so ein Flammenwerfer, Alter. Ich hab's gar nicht gecheckt, ja. Vorhin kurz gesehen hat, ne? Ja, bei welchem Clip war das? High Dose No Sleep. High Dose No Sleep, das Musikvideo dann auf Spotify dann, auf jeden Fall. Und ja, nicht Musikvideo, sondern also ein kleiner Clip, den man da so hinterlegen kann. Da sieht man auch den Flammenwerfer. Ja, ja, ich habe das beim Auftritt selbst auch gar nicht gecheckt. Ich dachte, also immer mal wieder bei dem Gig war dann halt so die Menge erhellt und ich konnte die Gesichter sehen. Ja. Und ich dachte, dass da dann halt einfach so flutlichtmäßige Scheinwerfer sind, die halt ab und zu an so einem Drop oder so dann halt angeschaltet dabei werden. Dabei sitzt da oben Frau Mahlzahn auf dem Dach. Und ja, und erst hinterher, als mir halt Freunde, die alle bei dem Gig waren, dann halt so Videos gezeigt. Da habe ich gesehen, Alter, immer wenn es so hell wurde, da war halt oben drauf so ein Flammenwerfer. Da war so ein Flammenwerfer, der halt einfach die Gesichter so erhellt hat. Ich wusste das nicht. Ne? Und das ist halt total irre. Ja. Ne? Und da lief halt auch alles glatt. Also der Gig hat so Bock gemacht. Mhm. Und es passiert mir jetzt auch noch, dass dann mal Leute nach dem Gig mich ansprechen. Ich meine, das erste Mal habe ich da gesehen auf dem Sonnendeck. Schön, ja. Das Set habe ich übrigens auch aufgenommen, das kann man nachhören. Das wäre wahrscheinlich auch das Set, also das verlinken wir natürlich auf jeden Fall, aber wahrscheinlich auch das eine Set. Wir haben jetzt vielleicht, gut, dann mache ich das jetzt kurz, wir haben nämlich jetzt bei Soundcloud, laden wir auch den Podcast immer hoch. Wir haben ja eigentlich auf den ganzen einschlägigen Podcast-Apps und Spotify und Apple Podcasts und wie sie alle heißen, da kann man den ja überall hören. Aber weil wir ein Musikpodcast sind und die ganzen Artists und DJs, Producer, die wir hier haben, ja auf Soundcloud für euch nun mal irgendwie auf dieser Plattform, das ist ja nun mal die Plattform dafür, online sind, haben wir uns gedacht, laden wir den da auch hoch. Mhm. Und jetzt haben wir eben eine Playlist einmal für die Folgen und wir haben aber auch eine Playlist, wo von jedem Gast, der hier ist, einmal ein Set reinkommt. Und dann wird das ja wahrscheinlich dein Lieblingsset, was wir da reinhauen sollen? Ja, nimm das. Da machen wir das so. Ja. Der Flammenwerfer, ja. Vielleicht können wir da nochmal kurz, Sonnendeck ist ja die Bühne von 3000 Grad, ne? Ja. Die haben ja nicht nur ihr Festival und ihre ganz vielen Labels und was wir auch schon alles ja jetzt bei den letzten beiden Folgen da schon hatten. Was heißt letzten beiden? Hatte ich ja vorhin schon gesagt, jetzt sind wir dann Folge 4, die wir hier gerade aufnehmen, aber wir nehmen eben, weil es bei 3000 Grad immer busy ist, die Folge von denen dann erst sehr kurz vorauf, werden wir dann auch schon das Festival da mal intensiv besprochen haben und wahrscheinlich auch ein bisschen deren Fusion Time. Mhm. Aber du bist ja beim Sonnendeck dann auch vor allem gewesen, weil du bei 3000 Grad ja nicht nur Thrill Me released hast, sondern ja eigentlich auch in der 3000 Grad Familie richtig dann aufgenommen wurdest, ne? Genau. Was auch Booking-mäßig angeht und so. Ja. Also als Agentur, wie auch immer man das dann nochmal nennt, aber. Ja, genau, all das. Ja. Ist das direkt schon mit Thrill Me so? Ich meine, klar, da ging ja erstmal nichts, aber wie kam der Kontakt überhaupt zustande dann? Der Kontakt kam zustande, ich hatte ein Set für Elektro-Uwe aufgenommen. Der hat halt so eine Podcast-Reihe und also Podcast im Sinne von Musik. Ja, genau, ein Set aufgenommen. Und dem hat das total gut gefallen. Und ich habe ihn dann halt einfach gefragt, ich meine, so guck mal, das meiste oder eigentlich alles, was da drin ist, ist unveröffentlichte Musik. Ich bin total neu in dieser Szene. Ich habe keinerlei Kontakte. Wenn ich Mails schreibe an Labels, die antworten mir nicht. Ich weiß nicht, wo ich die Musik veröffentlichen soll. Du bist da schon länger dabei. Kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wo ich das hinschicke, wo das hinpasst? Und er hat das dann unter anderem an 3000 Grad weitergeleitet. Ja, wie cool. Und die haben es gehört. Und haben gemeint, jo, hat der Junge Demos, so kann der uns auch Musik schicken. Und dann habe ich halt, ist dadurch dann halt diese EP zustande gekommen. Ah, okay, ja. Ja. Und gut, und dann hattet ihr Kontakt und. Genau, dann war der Kontakt da. Dann war eigentlich der Deal, dass ich auch, oder was heißt der Deal? Dann habe ich gefragt, ey, hier, ich würde die Musik gerne bei euch veröffentlichen, ich würde aber auch gerne bei euch auf dem Festival spielen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, sehr gern. Dann gab es 2020 kein Festival. Das Jahr drauf dann aber doch. Wir hatten unser kleines Online-Festival. Genau, aber. Ja. Aber nein, ich weiß. Ja. Kein Festival vor Leuten. Ja. Und dann 21 gab es das Festival mit Tests und so. Und da habe ich dann einfach nochmal eine Mail geschrieben und gefragt, ja, also ich hätte nach wie vor Bock. Könnte ich nicht. Und dann hat das relativ spontan geklappt. Ja. Oder haben gesagt, jo, mach. Und habe da auf dem Schiff gespielt, auf der Bühne.
Und Molle und alle Leute von 3000 Grad, die kannte ich ja da noch nicht persönlich. Mhm. Also maximal über ein Telefonat oder Mails. Und habe die da auch auf dem Festival selbst noch nicht kennengelernt. Also hat mich da auch nicht getraut, mich da jetzt irgendwie so von selbst so Kontakt aufzunehmen. So, übrigens, guck mal, hier bin ich. Ja. So, also ja. Die haben ja dann auch alle genügend zu tun auf dem Festival. Als, ja, klar. An welchem Tag hast du da gespielt? 21? Ich glaube, boah, ich weiß es gar nicht, Freitag oder Samstag? Ich glaube, Samstag habe ich gespielt. Und dann auch so tagsüber noch? Oder? Ich glaube, so in den Sonnenuntergang hinein irgendwie. Oder es war anfangs zumindest noch hell. Es war nicht nachts. Ja, aber wir hatten ja am Anfang da auch noch den übelsten Pain, also das mit dem Testen, das hatte ich ja in der Leute, Folge mit Johann noch kurz erzählt. Das war ja halt alles das war ja wirklich stressful für alle. Auch die da anstehen mussten. Ja. Big sorry. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, wie wir konnten, aber es ging so schnell einfach nicht, das geiler zu organisieren mit allem, was dazugehört. Aber deswegen hatte ich nur gefragt, aber dann waren ja die Leute auch schon da und. Genau. Und das war dann schon. Das war cool. War ein cooler Gig. Und ich gehe mal davon aus, dass Molle oder Stefan oder Björn oder Steffi oder irgendwer wohl den Gig auch gesehen hat, weil danach habe ich eine Mail bekommen, sie haben mich gefragt, ob ich bei der 3000 Grad Party in der Ritterbutzke in Berlin mich auch spielen will. Und da habe ich dann alle kennengelernt. Oder halt nicht alle, aber die da waren, dann kennengelernt und dann war so das Eis gebrochen. Und ja, halt auch gut verstanden. Ja. Ich habe mir so gemerkt, dass das halt total angenehm ist, weil manchmal hatte ich auch so Erfahrungen gemacht, dass man dann im Backstage oder auf der Party dann mit den anderen Leuten Kontakt hat. Und dann sind ja manchmal leider auch sehr große Egos im Spiel. Mhm. Oder dass Leute sich halt einfach so krass selbst dafür abfeiern, wie geil sie sind, dass sie jetzt halt hier in dem coolen Club spielen und so. Und das finde ich immer so schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also finde ich, macht die Sache im Nachhinein dann auch kleiner, wenn man sich dafür so abfeiert. Ja. Und da war es halt nicht so. Also da waren halt einfach alle irgendwie so entspannt und man konnte guten Bier mit allen trinken. Ja. Und dann war ja irgendwann doch die Clubs wieder zu und es gab aber nochmal so auf dem Fusion-Gelände im Luftschloss einen Stream. Ja, stimmt. Ja, die Produktion, genau. Genau, und da wurde ich dann auch angefragt, ob Molle, ich... Molle, du und... Judith hat gespielt, genau. Stefan war ein anderes Mal, ja genau. Und da wurde ich auch gefragt, ob ich da nicht spielen mag. Das müsste es eigentlich ja noch auf subground.org geben. Das müsste es da noch geben, ja. Mal kurz parallel, aber jetzt hier ruhig nochmal weiter. Ja. Da wurde ich gefragt und dann hat Molle auch mal angerufen und hat gefragt, ob ich eigentlich eine Booking-Agentur habe. Ja. Und dann meinte ich, nö. Nee. Hab ich nicht. Aber hat mich natürlich sehr gefreut. Muss sagen, dass ich am Anfang bei so Sachen dann immer zögerlich bin, weil ich vorher auch noch nie eine Booking-Agentur hatte und halt auch gar nicht so weiß, wie so Dinge ablaufen. Und hab dann aber gesagt, ja, bin ich gern dabei, weil ich das Gefühl hatte, da bin ich schon in guten Händen. Also sind alle sehr nett und es passt musikalisch. Und habe ich ein gutes Gefühl. Bin ich gern dabei. Habe ich auch nicht bereut. Bin nach wie vor gern dabei. Hammer. Ich habe gerade mal geguckt, das Set gibt es wirklich noch auf subground.org. Dafür habt ihr es ja da produziert gehabt. Bei mir war es jetzt auch auf der Startseite. Also wenn ihr das, wir packen es natürlich in die Shownotes, aber subground.org, das ist ja die Plattform, die wir da in der Corona-Zeit eben genau dafür gebastelt haben, dass das irgendwie diese Szene noch stattfinden kann, mit den Leuten sich connecten kann, auch wenn das, wissen wir jetzt alle, überhaupt nicht das Gleiche ist. Ja. Noch so laut man sich das im Wohnzimmer auf dem Fernseher haut. Ja. Aber wenn ihr auf die Seite geht, dann sind da oben beliebt, steht da. Da sind dann 5 Sets und da steht Andys Echo. Da müsst ihr raufklicken und dann könnt ihr es da nochmal euch reinziehen. Ja, geil. Das stimmt. Ja, stimmt. Dann, das hatte ich ja auch, ich habe ja die da bei der Plattform viel Sachen da mitgemacht. Stimmt, da hatte ich dein Set dann auch ziemlich lange auf dem Rechner, fällt mir gerade mal auf. Dann kennen wir uns also doch schon länger. Siehst du mal. Geil. Fusion Sonnendeck. Genau. 3000 Grad. Wir waren so bei eigentlich noch so den Highlights. Ein Highlight war dann, oder mehrere Highlights. Als ich dann Südafrika nachholen konnte, war das erstmal auch 21 im Herbst.
schon so früh geil. Ja, da dann in Südafrika in der Wüste. Das musst du mal kurz überhaupt das Event. Also ich hatte das dann auch nur durch dich so kennengelernt. Es heißt Africa Burn. Genau. Ja. Also der Gig 21, das war noch nicht der Burn selbst, sondern das war ein kleines Festival, was aber in derselben Gegend stattfindet, also auch in der Wüste. Ja, von gleichen Organisatoren oder? Nee, von anderen Leuten. Ah, ja, okay. Aber die halt auch so aus diesem Umfeld kommen. Ja. Und dann war ich 22 nochmal mit einem Freund, der mal eine Zeit lang in Cape Town gewohnt hat, nochmal da und habe in ein paar Clubs und auf einem anderen Festival gespielt. Und letztes Jahr war ich dann das dritte Mal in Südafrika und das erste Mal auch auf dem Africa Burn. Ja. Und da habe ich ein paar Gigs gespielt und vorher halt auch noch in Cape Town in Clubs und danach auch noch. Und das war natürlich eine total irre Erfahrung, weil das so ist wie der Burning Man. Also das ist ja auch ein offizieller regionaler Ableger des Burning Man. Okay. Ja. Und findet halt nicht in der Wüste Nevadas statt, sondern in der Tankwa-Karoo-Wüste. Das ist so, wenn man mit dem Auto fährt, 4 Stunden, also ich glaube 4 Stunden nordöstlich von Cape Town, könnte man sagen. Und da sind so circa 10.000, 11.000 Leute. Wahnsinn. Irre, die dann halt da auch in die Wüste fahren und dann nach diesen... Sind das, nur mal kurz, hast du so ein Gefühl gehabt, wo die, kommen die aus aller Welt oder ist das auch viel local? Die Hälfte sind... Gäste aus Südafrika und die andere Hälfte sind von überall her. Okay. Ja, und da fahren dann halt irre in die Wüste und machen nach so einem Selbstversorger-DIY-Prinzip, bauen die dann halt ihre Camps auf und es gibt Bühnen, es gibt auch diese Mutant Vehicles, also fahrbare Bühnen, die dann halt raus auf die Playa in die Wüste rollen und dann wird da halt gefeiert. Und das klingt spektakulär. So. Das ist es auch. Und da habe ich letztes Jahr gespielt. Und das war ganz groß für mich. Also weil auf mehreren Ebenen. Zum einen ist es natürlich für mich mega exotisch, weil ich ja dann gefühlt wirklich so fast am anderen Ende der Welt bin. Mhm. Ne, auf einem anderen Kontinent, dann auch noch am Ende dieses Kontinents und dann auch noch so in der Wüste. Also total irre. Und da halt auch, es ist unberechenbar. Also ich hatte da dann halt Gigs, du weißt halt manchmal nicht, da steht dann halt niemand. Und dann hatte ich aber auch Gigs, da stehen dann richtig viele Leute. Was heißt, du hast dann mehrere Gigs bei diesem Event? Ja, das ist, es ist nicht zentral organisiert. Also es ist jetzt nicht so wie ein typisches Festival, dass es da halt ein Booking-Team gibt und es sucht die Leute aus, die da spielen und weist den Slots zu, sondern die stellen halt so grob so ein bisschen Infrastruktur und du kannst dich da anmelden als Soundcamp, kannst sagen, jo, wir wollen da halt eine Bühne bauen oder so eine fahrbare Bühne und diese Leute, die diese Bühnen betreiben, wenn du so willst, die entscheiden dann halt selbst auch, wer da so spielt und wenn die Bock drauf haben, dann kannst du halt auf verschiedenen Bühnen spielen. Und ich dachte halt, ja, wenn ich schon da bin, dann wieso halt nicht? Und gibt es einen einheitlichen Timetable trotzdem irgendwie so? Wie nee, das gibt es gar nicht. Also, weiß man überhaupt, wer irgendwie spielt? Oder? Ja, halt nicht. Also eigentlich nicht. Du kannst das halt, du findest es halt raus, wenn du manche Leute veröffentlichen, dann halt, wo sie wann spielen. Ja, aber es ist auch eigentlich eher Teil des Konzepts, dass man sich da nicht, weil es ja sich selbst auch nicht als Musikfestival bezeichnet, dass man sich da halt mehr so auf die Experience einlässt und nicht an Timetables und an Acts orientiert, sondern halt schaut, was passiert und man kommt ja an der Musik und an den Bühnen vorbei und das ist ja vielleicht auch generell der bessere Ansatz für so Festivals, anstatt sich so eine Timetable-Hektik zu machen, zu gucken, okay, ist es hier gerade cool, dann bleibe ich oder wenn nicht, dann ziehe ich weiter, da vorne ist auch noch irgendwas. Ja. Ja, so ist das da. Und deswegen habe ich da dann halt auch mehrmals gespielt. Ja. Weil so wie es für mich exotisch ist, dass ich da halt in Südafrika spiele, so ist es da, glaube ich, für die dann halt auch cool, wenn dann jemand aus Deutschland, der sonst den es da nicht hin verschlagen würde, wenn der da kommt und halt Musik macht. Ja. Und ich glaube, dann habe ich halt auch noch diesen Live-Act-Bonus, dass es sehr viele Leute gibt, die DJ-Sets spielen, aber nicht so viele Leute, die Live-Sets spielen und dann halt auch nicht so viele mit Gesang und Gitarre. Und dann. Ja, ich beobachte auch oft, dass es. Oder mir geht's eher, was heißt beobachten? Mir geht's eher so. Wenn ich sehe, wie die Musik gemacht wird, das hat auch noch, das connectet halt nochmal anders. Ne? Ja.
So, ich finde auch immer lässig, ich weiß nicht, das war, ich glaube live, ja, habe ich es dann ja auf dem 3000 gesehen letztes Jahr, wie du da abrockst mit der Gitarre und trotzdem, ich finde es beeindruckend, wie man so abgehen kann, quasi schon fast selbst tanzt und dann trotzdem noch bei der Gitarre alle Seiten da richtig trifft. Das ist ja natürlich mega schön, wenn man halt sieht, wie Musik dann gemacht wird live noch so. Ich glaube, das liegt weniger dann so dran, wenn ich da jetzt auch auf andere Personen schließe, dann, dass es besonders ist, dass man jetzt nur weiß, okay, er spielt nicht Tracksy Faces, sondern er macht so dieses zu sehen. Das ist, glaube ich, dieses, was so ein bisschen mehr Magic gibt. Ja, also geht mir auch so. Ich mag das ja auch lieber, wenn ich so sehe, dass ein Teil der Musik, die ich gerade höre, da wirklich in diesem Moment performt wird. Mit einem Instrument oder mit Gesang oder so. Ja, ich finde das auch attraktiv. Ja. Ja. Und Burning Man, du hattest zwar nur so kurz irgendwie die Gigs, also waren unterschiedlich. Ich glaube, du wolltest nur irgendwie sagen, dass irgendwie einer oder so waren dann besonders irgendwie herausstechend, so als Highlight eben, oder? Ja, nee, also wie so das auf mehreren Ebenen für mich genau, besonders ja, richtig, war, da ja, zu spielen. Ja. Das eine halt, weil das da exotisch ist und irre. und zum anderen, weil ich da auch Schiss vor hatte, das zu machen, weil es ist ja dann halt nicht so, ich fahre jetzt mit Freunden nach Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern auf so ein Festival, sondern das ist ja auch ein großes Commitment und halt auch irgendwie eine teure Angelegenheit, da dann auf einen anderen Kontinent zu fliegen und dann in die Wüste rein und so total auch ins Ungewisse. Und ich mir nicht so sicher war, ob ich mich das dann halt traue oder ob es mir dann halt dabei vielleicht auch schlecht geht, so, weil ich häufiger bei sowas dann Hemmungen hatte, weil ich nicht wusste, okay, was ist, wenn ich da gerade wenn es losgehen soll, so eine, es mir nicht gut geht mental, ich eine depressive Episode habe zum Beispiel und dann bist du da halt in der Wüste, da kommst du auch nicht weg, du hast kein Netz, kannst jetzt nicht irgendwie Freunde oder irgendwie Support-System kontaktieren für so mentalen Support und dann bist du halt so ein bisschen ohnmächtig und aufgeschmissen und da hatte ich halt Angst vor, dass mir das passiert, weswegen ich auch ein bisschen gezögert hatte, das zu machen. Und war dann aber sehr glücklich, dass die Erfahrung war, es ist eigentlich fast ausschließlich positiv. Also es ist vor allem natürlich auch sehr anstrengend, weil man da so alles selbst mitbringen muss. Also es gibt keine Essensstände und so und du musst viel im Vorfeld organisieren. Okay, aber ich gemerkt habe, das geht alles und ich habe da eine gute Zeit und ich habe es mich getraut und ich habe mich jetzt nicht unterkriegen lassen von der Angst und der Furcht davor, dass es schlecht wird. Ne? Weil sowas kann ja auch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung sein, dass ich sage, oh, das wird, ich habe Angst davor, dass es mir da nicht gut geht, deswegen mache ich es nicht. Ne? Und also dann war mein Motto eher so, feel the fear and do it anyway. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil das dann auch nochmal so ein Knoten hat zum Platzen. Das hat so einen Knoten zum Platzen gebracht, weil ich jetzt mir halt denke, okay, ich habe jetzt einmal erlebt, dass sowas für mich gefühlt Riskantes gut gehen kann und sogar sehr gut geht. Und jetzt traue ich es mich halt eher, so aus meiner Komfortzone rauszugehen und sowas zu wagen und lull mich nicht ein. Das ist echt schön. Ja, und dann hatte ich halt so einen Moment, wo ich auf einer Bühne in ein Sunrise-Set gespielt habe. Also ich kam da, ich hatte halt vor 2 Stunden gepennt und dann Wecker gestellt und halt noch so komplett im Dunkeln über diese Playa, wo dann halt alles leuchtet und Leute mit Feuer und so und ich aber noch so voll durchschlafen. Ich so, oh scheiße, Alter. Mit Gitarre auf dem Rücken und hatte das restliche Equipment für mein Lifestyle halt in so einem Trolley, was total ungünstig war, weil der halt auf Rollen ist und du bist halt so in Sand und Steinwüste und das Ding rollt halt nicht, sondern du ziehst es halt so hinter dir her wie so einen nassen Sack. Also es war übelst stressig und die Bühne, an der ich spielen sollte, die war auch am komplett anderen Ende des Burns. Ne? Also ich bin da total durchgeschwitzt angekommen. Über wie viele Meter reden wir da? Das ist dann ich weiß scheinbar schon eine Ecke, wenn die da irgendwie rumfahren und so. Ich habe das Ding bestimmt so 20 oder 25 Minuten da so geschleppt und bin da halt total erstmal noch eigentlich müde, aber dann halt auch schon irgendwie so körperlich ein bisschen erschöpft und durchgeschwitzt da angekommen an der Bühne und so, ja, okay, und jetzt spielst du hier dein Set. Ja, mit Sing und Gitarre spielen. Ja, genau, so mit Boy, oh Junge. Und hab dieses Set gespielt
Wo es noch dunkel war. Als es noch dunkel war, ging das los. Und dann während des Sets ist aber langsam die Sonne aufgegangen. Und ich habe dann halt gemerkt, dass so beim vorletzten Song die Leute aus, das war in so einer Art Zelt, okay, das aber so halb offen war, aus dem Zelt so halb rausgegangen sind, dass sie noch die Musik gehört haben, aber vor allem, dass sie halt sehen konnten, wie da so in der Ferne hinter so einer kleinen Gebirgskette die Sonne aufgeht. Trotzdem noch so tanzend? Oder? Also es war jetzt nicht so, dass trotzdem Gefühl, tanzen. Also es war nicht so abhauen. Nee, überhaupt nicht. Sondern es du war wusstest so, auch, dass es um den Sonnenaufgang dann irgendwie genau, geht. Genau, ich habe das schon realisiert. Ja. Und ich konnte es von da, wo ich stand, aber halt nicht sehen. Ja, okay. Ich konnte sehen, dass die sich einen guten Slot suchen, um da so am Rand der Bühne sozusagen die Musik noch hören zu können und da zu tanzen, aber gleichzeitig zu sehen, wie da die Sonne aufgeht in der Wüste. Und es ist natürlich dieselbe Sonne, aber es fühlt sich irgendwie anders an. Also der Himmel brennt förmlich. So, es ist echt ein anderes Erlebnis. Es ist halt total intensiv. Und ich wusste halt, okay, also normalerweise ist es ja ein blödes Gefühl, wenn die Leute halt von dir weggehen, deswegen, während du spielst. Aber in dem Moment war es das halt überhaupt nicht, weil ich wusste, die gehen jetzt halt nicht. Die gehen nicht weg, weil denen gefällt es nicht. Ganz im Gegenteil. Die bleiben noch so nah, dass sie mich hören können. Ja. Aber die wollen halt auch noch den Sonnenaufgang erleben. Und dann habe ich, als mein Set dann halt vorbei war, habe ich dann halt schnell mein Zeugs zugeklappt. Und bist auch nochmal raus. Ja, bin halt auch nochmal raus. Bin halt noch so ein paar Meter weitergegangen. Und habe mich da mit einer Tüte, die mir ein Gast geschenkt hat, weil so als Dank für die gute Musik sozusagen, hat er mir die überreicht so am Schluss gesetzt. Und mich da dann halt in die Wüste gesetzt und habe halt der Sonne beim Aufgehen zugeschaut. Ja. Und da habe ich vor Freude echt geheult, einfach weil das genauso dieser Moment war, in dem ich realisiert habe, ich habe es mich getraut und es ist gut gegangen und das ist eine wertvolle Erfahrung für mich. Ja. Dass es gut gehen kann und währenddessen halt noch dieses intensive visuelle Erlebnis, dass da halt gerade so die Sonne aufgeht. Hammer. Ja. Also ist eine richtig schöne Geschichte. Hast du ja auch, ich habe gerade nämlich, habt ihr zugehört, den Post nochmal, das war doch hier, den hast du ja auch auf Insta rausgehauen, ne? Vom 4. Mai letztes Jahr mit den Bildern da auch mit der Sonne. Ja, das genau. Verlinken wir auch nochmal. Hier sieht man dich mit deinem Trolley dann wahrscheinlich nach dem Set. Ne? Ja, genau. Sag mal, hier mit den Sachen, die brennen, das haben wir euch nochmal in die Shownotes. Ey, das ist so eine schöne Geschichte. Ich würde sagen, haben wir nochmal einen Track rein, oder? Ja. Welchen willst du spielen? Nee, welchen würdest du, welcher von deinen Tracks ist dieser Moment? Dann eher Haze. Dann eher Haze. Aber ne? Damit die Credits vollständig sind, das ist eine Kollaboration von mir und von Propeller. Ja. Das sind zwei Freunde von mir, Jan und Justin. Übrigens auch der Justin, mit dem ich die Straßenmusik immer gemacht habe. Okay, nice. Und von dem ich, der in Mannheim studiert habe, bei dem ich halt häufig auch über die Schulter geguckt habe, um mir so Produktionstricks abzuschauen. Also wichtiger Mensch in deinem Leben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Von dem habe ich viel gelernt. Ja. Und jetzt bin ich aber an dem Punkt, dass man sich so gegenseitig immer mal so Sachen, Tricks abschauen kann. Das ist ganz geil. Dann einfach nochmal mit diesem Feeling, was du da erlebt hast und diesem Sonnenaufgang-Modus, haben wir nochmal ein Haze rein. Ich spule ein bisschen rein, weil ich finde die Vocals dann so schön. Ja. Und dann können wir uns hier nochmal eine Tasse Tee eingießen. Ich glaube so bei 4 Minuten. Ihr könnt euch die Songs natürlich in Hülle und Fülle in den Sets, die wir hier nochmal reinhauen, von Andi dann anhören, aber gehen wir hier rein.
was ein Fit dieser Track. Also da habe ich wirklich direkt Bock auf Sommer feiern. Also ich war auch gerade voll im Kopf präsent bei dem Afrika Burn. Ja, das Foto, das Artwork. Ja, das Artwork. Das ist auch ein Analogfoto, das ich gemacht habe. Ah, Moment, jetzt muss ich selbst mal schauen, dass ich keinen Quatsch erzähle. Ja doch, das ist ein Foto, das ich gemacht habe in der Wüste, als ich 21 schon auf diesem anderen Festival war. Ja. Und dann halt noch so ein bisschen bearbeitet. Aber das ist ein Sonnenuntergang in der Wüste Südafrikas. Geil. Und ich habe gerade nochmal bei deinem Post, du hast ja wie gesagt auch einen voll tiefgründigen Post mit auch schönen Fotos dazu gemacht. Dann abends hast du dir die Canned Beer gegönnt. Prost. Und das nochmal so ein bisschen zelebriert. Du hast ja jetzt selbst auch ein bisschen das Thema so angesprochen. Vielleicht, glaube ich, es tut auch gut, jetzt vielleicht für andere Leute, willst du nochmal irgendwie so dein Fazit für dich, du hast es ja schon kurz angeschnitten, dass es dann du dich entschieden hast, das zu machen, war für dich am Ende genau das Richtige und das gibt jetzt irgendwie Kraft für die Zukunft so. Ja. Hast du dann auch vielleicht irgendwie für Leute, die es irgendwie ähnlich geht, da noch so ein einfach so Erfahrungswerte, die was du denen sagen willst dafür? So ein bisschen steht es ja in dem Post, deswegen dachte ich. Ja, also ich kann eigentlich nur alle ermutigen, die psychische Probleme haben, sich Hilfe zu suchen und das nicht alles mit sich selbst auszumachen, weil es da, glaube ich, jedem geholfen werden kann und für jeden auch Hoffnung gibt. Also auch so dunkel es sich anfühlt, ohne dass das jetzt so pathetisch klingen soll, ne? Aber es gibt da halt immer Möglichkeiten, aus so einem Loch rauszukommen. Und häufig verfällt man ja auch in so eine Abwärtsspirale. Also wenn es einem so dreckig geht, dass man aufhört, die Dinge zu tun, die einem gut tun und die einem da vielleicht eine Brücke nach draußen bilden, dass dann halt Leute auf sich einigeln, aufhören, Freunde zu treffen, rauszugehen, auch teilweise aufhören zu essen oder ausreichend zu essen. Und das sind ja dann alles Dinge, die alles nur schlimmer machen. Und bevor es so weit kommt, ist es dann halt sinnvoll, sich nicht dafür zu schämen, dass es einem schlecht geht, wofür man ja dann häufig auch nichts kann. Da ist ja auch nichts dabei, wofür man sich schämen müsste. So manche, keine Ahnung, brechen sich ein Bein und gehen dann zum Arzt. Manche haben irgendeine Krankheit, weiß ich nicht, Diabetes und wissen, dass sie dann halt was dagegen tun können. Und genauso selbstverständlich soll es eigentlich sein, dass wenn man Depressionen oder Angststörungen oder was auch immer hat, dass man weiß, okay, auch da gibt es Sachen, die man tun kann. Und dann sollte man, dann ist es gut, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja. Sehr schön. Jetzt sind wir natürlich bei einem tiefen Topic hier. Ja. Vielleicht nochmal kurz zu dem Song, den wir ja gerade auch gespielt haben. Ist der in diesem Zusammenhang entstanden, weil ja auch das Foto da, also in dem Zusammenhang mit Südafrika, weil ich finde, es passte musikalisch so schön auch zu der Story eigentlich. Oder ist der, hattest du ihn vorher schon aus anderen Gemütszuständen irgendwie gebaut? Boah, also den habe ich ja dann zusammen mit Jan und Justin, also mit Propeller, produziert, auch die ganze Zeit im selben Raum. Also es waren halt so ein paar Sessions, wo wir uns immer wieder zusammen im Studio getroffen haben und die Nummer von vorne bis hinten zusammen produziert haben. Und da gab es jetzt keine explizite Absprache, worüber der zu sein hat, sondern das Everything was falling into place. Ja, ja. Das ist halt so passiert und der ist auf jeden Fall, finde ich, aber auch hat was sehr Melancholisches, was so ein bisschen auch, finde ich, klingt nach psychedelischer Sonnenaufgang in der Wüste oder so, weißt du? Also hat ja auch irgendwie ein bisschen was Romantisches. Ja. Hoffentlich ohne zu kitschig zu sein. Aber der Song existiert schon länger als ich glaube, ich weiß gar nicht, irgendwann in der Pandemie haben wir angefangen, den zu produzieren. Und wenn wir zusammen was machen, dann dauert es meist ziemlich lange bis zum Ende, weil wir dann drei Leute im Studio zusammensitzen, die es schon immer sehr genau nehmen. Okay, ja, ein bisschen perfektionistisch. Ja, ja. Ja. Finde ich immer förderlich, aber die Ergebnisse sind dann auch meist, finden wir ziemlich gut. Das auf jeden Fall, den Track finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ah, nice.
wir waren auch so bei den Highlights mit dem Afrika Burn. Vielleicht so als letzten Step nochmal so, natürlich, dann warst du ja seit 21 jedes Jahr auf dem 3000. Genau. Ja. Bist du dieses Jahr auf dem 3000? Weißt du da schon was? Also ich werde auf jeden Fall das ganze Wochenende da sein. Das ist immer ein Wochenende, an dem ich auch keine anderen Gigs annehme, weil ich halt da sein will. Ja. Ne, weil mir das Festival und der Ort und die Leute wichtig sind. Mhm. Und ich da ja auch ganz viele Leute wiedersehe und auch wieder ein bisschen unterstützen werde. Also letztes Jahr habe ich zusammen mit Judith da so eine Art Einlassschicht gemacht oder Artist-Check-In. Genau, ja, ja. Ja. Mhm. Das finde ich auch wirklich cool, ja. Das so zu supporten. Ja, nice. Das macht auch Bock. Also, das würde ich eigentlich gern wieder machen. Dann, ich gehe auch davon aus, dass ich da wieder spiele. Ja. Ne? Also, ich weiß noch nicht, 100% ob und wann, aber ich denke mal schon. Ich werde auf jeden Fall da sein, ja, und im Idealfall auch Musik machen. Ja. Also, ich freue mich. Kann man ja dann bei dir auf Instagram verfolgen, wenn es genau, alles offiziell ist und so. Aber, also, liebe Grüße an 3000 Grad, das wäre schon, ja. Sollte ja machbar sein. Nice. Du bist ja dann jetzt auch an der Stelle, passt das vielleicht nochmal schön, was mir bei dir früh dann irgendwie auffiel, dass du ja auch hammergern als Gast einfach feiern gehst. Ja. Und du hast ja auch so ein paar Clubs, die irgendwie so deine Lieblinge sind. Ich finde das cool, dass du nicht, also dass du kommst ja vom in der Szene feiern gehen, dass du da nicht so mit aufgehört hast und jetzt irgendwie, ja, ich bin jetzt nur noch der irgendwie das macht, sondern dass du das auch so enjoyst und das irgendwie einfach weiter aus der anderen Perspektive dir so halt antun, das ist völlig das falsche Wort, aber teilnimmst. Halt, genau, so enjoyst, ja, aufnimmst, das wollte ich. Ja. Also die Freude daran hat auch nicht abgenommen, sie ist eher noch größer geworden, weil, weiß ich nicht, jetzt ich mich nicht mal mehr mit Freunden verabreden muss auf dem Festival oder auf dem Club, weil ich weiß, da sind eh Leute, die ich kenne. Ja. Also, weil die Szene dann doch irgendwie kleiner ist, als man denkt, man die Leute sehr schnell wieder trifft. Aber ja, mir macht das einfach Spaß. Das sind halt, es gibt da einfach sehr viele Orte, an denen ich einfach sehr gerne Zeit verbringe. Und dann ist es natürlich umso schöner, wenn man an den Orten dann auch ist, um Musik zu machen. Mhm. Aber ich gehe da halt trotzdem auch einfach sehr freiwillig hin, einfach nur um Gast zu sein, weil es mir da halt gut gefällt. Ja. Willst du deine Favorite Clubs so als ja, kann ich gerne raushauen. So als Props irgendwie raushauen, ja. Ohne jetzt jemand auf die Füße zu treten, aber ach, das ist einfach für dich als Gast so dein ja. Ja. Wo du nicht zum Spielen, sondern. Ja, also tritt man ja auch niemanden auf die Füße. Es gibt so viele. Ja. Schöne Clubs und Festivals und auf den allermeisten davon war ich halt noch nicht. Ne? Ja. Und von, das ist ein guter Punkt. Das ne, von den meisten ja, weiß ja, ich ja, wahrscheinlich nicht mal, dass sie existieren, ja, weil da ganz genau, viele Leute irgendwie wahrscheinlich schöne kleine Festivals oder Open Airs ja, machen, von denen sie niemand erzählen, wo sie halt nur wollen, dass Word of Mouth Freunde und Freunde von Freunden hingehen. Das finde ich auch so schön, dass da der Übergang zwischen denen, die teilnehmen und denen, die es veranstalten, ist ja meist fließend. Oder es entsteht ja auch aus einer Kultur des Selbstmachens. Also, dass es nicht so ist, dass man das nur konsumiert. Ich kaufe mir jetzt Eintritt zu einer Party, damit ich dann hier gut entertained werde. Sondern, dass ein großer Anteil der Leute, die auf der Fusion oder auf dem 3000-Grad-Festival rumlaufen, die halt auch aktiv damit gestalten und ja, was zu beitragen. Und ich finde, das merkt man auch an dem Vibe, dass da halt Leute dann halt einfach sich anständig benehmen und das meine ich jetzt nicht dann so spießig gemeint, sondern dass Leute halt ein Interesse daran haben, dass nicht nur sie selbst eine gute Zeit haben, sondern alle, die da sind, dass man da ja, gemeinsam halt sich eine gute Zeit macht. So. Ja. Und das finde ich bei solchen Events merkt man das und das ist ja auch ein Grund, weswegen ich da so gerne bin. Also ich weiß das noch, dass ich das erste Mal, als ich auf der Fusion war, ein Festival, wo 100.000 Leute sind, also 70.000 Gäste und dann noch 30.000 Leute, die da helfen, arbeiten, Musik machen und so, es sind ja 100.000 Leute so circa, dass ich mich bis dahin aber auf keinem Festival so sicher und so wohlgefühlt habe wie auf der Fusion, wo ich dachte, okay, also hier habe ich
so wenig Bedenken wie nirgends anders, dass mir jemand halt mein Zeugs aus dem Zelt klaut. Natürlich kommt das auch vor bei der Anzahl an Menschen, ja, aber halt deutlich weniger als jetzt bei einem Festival, wo alle die ganze Zeit rowdymäßig am Saufen sind und halt irgendwie dann auch häufiger mal Stunk miteinander anfangen. Ja. Und das fand ich total, also es hat mich total fasziniert, dass dann auch alle so fürsorglich miteinander umgehen und wenn man halt so ein bisschen müde aussieht, manchmal dann auch einfach Leute fragen, ist bei dir alles gut, brauchst du einen Schluck Wasser oder ja, so. Ne? Also, ja, dass man das halt gemeinsam macht. Aufeinander aufpasst ja, und eben, ja. Das finde ich viel Respekt füreinander, viel Care. Ja, das sind ja einfach geile Orte, so, ich bin da einfach gern. Ja, ja. Und wenn ich jetzt aufzählen müsste, wenn wir es jetzt reduzieren auf Clubs, genau, von denen, die ich halt kenne, an denen ja, ich schon war, an denen ich so als Gast am meisten Spaß ja, habe oder am liebsten hingehe, dann sind das ohne jetzt dedizierte Reihenfolge der Südpol in Hamburg, Sisyphos und der Kater in Berlin. Also da ja, habe ich halt von der Musikauswahl und so von, weiß nicht, dem generellen Vibe am meisten Spaß und bin auch meist sehr lange da. Du, wenn du das nächste Mal hier in Berlin bist, dann müssen wir mal zusammen dahin. Ja, gern. Komm ich mal mit. Ja. So, nice. Und ja, wir sind jetzt ja auch schon hier schöne Reise rum, wo bei deinen Lieblingsorten, du hast ja jetzt auch einen Track gemacht, nicht über einen Club, aber ich fand es so witzig, ich habe das ein bisschen in the making auf deinem Instagram-Kanal ja, ja, da verfolgt mit der Bierkiste. Das ist ein Track von dir, aber letztendlich ja dann so eine Kneipe gegenüber, ne, von deiner WG in Hamburg. Ja, genau. Ja. Ich wohne in Hamburg, in Altona und so quer gegenüber von mir gibt es halt eine Kneipe, die heißt Connys Bierkiste. Ja. Und Name ist halt Programm, das ist jetzt kein, das ist halt eine ehrliche Kneipe, so. Ja. Mit Sitzecken und mit Dart und mit Jukebox und mit, na, so gemütlich. Kultig. Und ja, da, sowas mag ich, das finde ich halt ja, charmant, einfach so eine Art von Kneipe. Ja, und aufgrund der Nähe gehe ich da halt einfach sehr häufig hin. Das ist so eine meiner Stammkneipen. Und ich hatte, weiß ich nicht, jetzt letzten Herbst einen neuen Track angefangen und dann so gemerkt, ja, okay, da, ich habe da so eine Idee, ich würde da gerne noch auch was drüber singen, so meine Stimme mit einbauen, aber halt so überlegt, okay, aber worüber dann? Ja, ja. Und dann halt mich so ans Fenster gestellt und so rausgeguckt und mir so, ja, ich singe jetzt über die Bierkiste. Geil. Ja. Und genau, habe da einen Track drüber gemacht, den habe ich seitdem auch bei jedem Gig gespielt. Ja. Und wie ist es live so, die Leute? Ja, kommt gut an. Ist ja auch erstmal der einzige Track und der erste, den ich auf Deutsch habe. Ja. Ja, und ist vielleicht auch so ein bisschen gaggig, weil das jetzt, weiß ich nicht, hat ja dann so ein bisschen was Rustikales. So ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Und die Leute, die vielleicht dann gar nicht wissen, dass die Bierkiste da die Kneipe gegenüber ist, dann checkt man ja trotzdem ja irgendwas mit einer Bierkiste. Das ja, das habe ich mir auch schon gesagt. Ne? Ja. Dass Leute, wenn ich ja, da singe, ich laufe so weit ich kann, bis zur Bierkiste. Die vielleicht 3 Meter weiter in deinem Zimmer steht, denken die dann. Dann ist die Assoziation, ja, dass ich halt wirklich zu einer Bierkiste ja, gehe, um mir da eins zu holen. Und allein das finde ich auch schon irgendwie charmant. Ja. Ja. Irgendwie ganz ja, unpathetisch und unprätentiös. Ja, der ist noch nicht draußen. Ich weiß auch, das ist wieder so eine Nummer. Ich habe keine ja, Ahnung, wo ich den veröffentlichen soll, weil sonst ist ja halt immer so der Struggle, du hast einen Song fertig produziert. Ja. Jetzt willst du halt eigentlich, dass solange der für dich halt noch heiß ist, so ja, irgendwie und fresh, willst du den veröffentlichen. Und dann geht das Schlamassel los und dann schickst du die Songs raus an Labels ja, und dann antworten sie dir gar nicht oder viel zu spät und sagen, ja, nee, passt nicht zu uns. Und der Song ist ja jetzt mal echt so edgy, dass ich echt überhaupt keine Ahnung ja, habe, wo ich den hinschicken also, soll. Oder ich glaube, ich werde auch mal Molle zeigen ja, und Stefan, was die dazu sagen, hab die Hoffnung, dass die da Bock drauf haben. Ja, dass so, sie dann doch für den Witz sind. Ne? Also ja, der Track ist sehr catchy, aber ich meine, klar, ist jetzt mal sehr humorvoll. Ne? Ja, genau. Da gibt es halt viele, los, sagen, ja, ist uns halt nicht cool. Ja, so ja, jetzt, ja, klar. Aber das ist doch, das muss man ja auch mal ein bisschen, man muss auch mal ein bisschen Witz haben. Ne? Ja. Ja, sonst, wenn irgendwer zuhört, der da Bock hat und ein Label, schreibt an die. Nice. Ja, hammergeile Stories. Also, das war schön, mal den ganzen Weg so mit dir hier mitzugehen. Wir sind ja jetzt auch schon wieder voll weit. Ich würde einfach mal so mit dir noch kurz sprechen, so deinen Ausblick, so wie
was du dir so irgendwie von der nächsten Zeit so erhoffst oder was auch heute schon so ist. Wo du irgendwie dich gerade so freust, vielleicht auch diesen Sommer. Mhm. Und deine irgendwie so Sachen, die du dir nochmal so wünschst für deine Dinge, die du eben so musikalisch machst. Ja, also das unmittelbare nächste Highlight, beziehungsweise das wird ja dann, wenn der Podcast ausgeschaltet wird, leider auch schon Vergangenheit sein. Oh. Das ist, ich hatte schon immer mal Bock, in so einem Boiler-Room-mäßigen Setting einen Gig zu spielen. Aha, ja. Aber ich habe weder die Connections zu Boiler Room, als dass ich das für realistisch halte, da wirklich zu spielen, noch habe ich jetzt irgendwie so die Mittel, sowas dann auf professionellem Niveau selbst ins Leben zu rufen. Deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich spiele einfach bei mir in der Küche einen Gig. Okay. Und lade halt irgendwie so, weiß ich nicht, 30, 40 Leute ein und habe noch einen Kumpel dabei, der das Ganze so technisch ein bisschen betreut. Und ja, dann geil. Stellen wir halt noch so ein paar GoPros irgendwie auf. Ich nehme das Set auf und ich habe das auch schon, habe schon letzte Woche einen Soundcheck gemacht. Ja, hab mal so ich habe auf Insta nur kurz gesehen. Ja. Habe die Anlage in der Küche aufgebaut und dann so gesehen, okay, wie teile ich das so räumlich ein? Und habe tatsächlich so einen Controller, den ich halt brauche, der steht dann so rechts von mir auf der Waschmaschine. Ja. So, weil die müsste ich halt auch irgendwie rauspacken, ist mir zu stressig. Ja. Und dann stehe ich halt so irgendwie zwischen Herd und Waschmaschine und werde da jetzt... Warte mal, was ist denn heute Montag? Ja, jetzt am Wochenende, am Freitag, werde ich halt einen Gig bei mir in der Küche geil, spielen. Okay, ja. Und ja, habe gedacht, wenn das irgendwie nicht komplett bescheuert, sondern irgendwie charmant und gaggig aussieht, dann lade ich das halt vielleicht auf YouTube, so das Set. Und selbst wenn nicht, dann war es eine lustige Sause. Ja. Und ich hoffe, also es steht und fällt natürlich auch mit der Toleranz meiner Nachbarn, dass sie jetzt nicht da sofort dann die Cops auf mich hetzen. Aber wir haben schon ein paar Mal Partys in der Küche gemacht, da ging es schon klar. Okay, nice. Das ist so ein Highlight. Das finde ich einfach lustig. Da habe ich einfach Lust drauf. Geil. Stehst du aber... Weil Boiler Room ist doch auch dann oft, dass man so in der Mitte vom Raum steht und Leute so komplett um einen rumtanzen. Das ist dann aber, du meinst jetzt einfach, dass Leute direkt an dich ranstehen. Ja, genau. Also ich hatte auch überlegt, mich da so in die Mitte zu stellen, aber ich weiß, die Küche ist halt jetzt nicht riesengroß. Ich weiß nicht, ob das dann so gut funktioniert. Mit dem Mikro ist ja auch akustisch immer noch so, ne, mit Feedback. Ja, oder geht das dann in... genau, weil dann müsste ich ja, dann würde ich ja, dann müsste die Anlage ja auch genau in der Mitte des Raumes stehen, weil ansonsten kommt ja alles wieder direkt ins Mikro rein und dann wird es schwierig und so. Also ich will das eigentlich, also ich denke, das wird alles lustig und gut und dann werde ich das bestimmt aus der Erfahrung lernen und das noch ein zweites Mal machen und dann halt vielleicht irgendwie anders. Ich hatte mir auch überlegt, so ich habe ja im Prinzip alles, was man dafür braucht. Ich habe eine Anlage, ich habe halt die Musik und ich habe Bock und ich hatte auch überlegt, also vielleicht jetzt auch nochmal adressiert an die Zuhörer. Vielleicht gibt es ja Leute, die eine große Wohnung haben oder irgendwie einen geilen Raum und Bock hätten auf so eine Action, dass man da halt sowas mal macht und nicht ein Live-Set spielt und so eine Bock haben auf so eine Sause, dann sollen sie sich gerne melden. Vielleicht kann man da ja mal was Lustiges auf die Beine stellen mit so einem vergleichbaren Konzept. Das wäre witzig. Hier zum Beispiel deine Küche ist auch ein bisschen größer als meine. Hier, guck mal, könnten wir hier machen. Wie sind deine Nachbarn so drauf? Da muss ich nochmal meinen lieben netten Vormieter fragen. Der. Aber ich glaube, hier ist entspannter als in seiner neuen Wohnung. Das, ja, du? Nee, aber guck mal, wenn der Tisch raus, wenn ich hier so in der Mitte stünde, dann mit Anlage muss man halt gucken, dann am besten halt von da vorne. Wir können es ja, die Nachbarn, die laden wir ein, ne? Ja, das mache ich auch so. Dann ist es vielleicht entspannter. Ja, naja, genau. Aber ich wollte, da können wir ja nochmal drüber reden. Aber vielleicht hat jemand Bock und kann sich melden. Was aber da, also das ist jetzt ein schöner Abschluss. Ich habe bei dir gelesen in einem Interview, das war das für Flow Music auch, wo du das Set hattest, meine ich. Wo, ich glaube, da was, wo du deinen Wunsch so geäußert hast, also eher ein Traum so für dich wäre eigentlich so konzertmäßig so, dass es vielleicht irgendwann dafür reicht, dass du auch alleine eben ein Konzert machen könntest, also Konzertformat eben. Und wenn du vielleicht die erste Tour einfach in den Wohnzimmern dieser Republik stattfindet, ist ja auch
Da musste ich gerade dran denken. Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Das haben wir früher auch gemacht, so im Zusammenhang mit diesen Wohnzimmerkonzerten. Hm. Mit Straßenmusik haben wir dann häufig auch Wohnzimmerkonzerte gemacht. Ja. Haben das damals noch über Facebook, als da nicht nur die Generation unserer Eltern waren, sondern so eine lebendigere Plattform war, habe ich da dann halt einfach so die Info gestreut. Und dann haben sich Leute gemeldet, dann haben wir halt überall, also wir haben mal im September 2014 haben wir irgendwie, waren wir 5 Wochen unterwegs und haben hier so 15 Auftritte gespielt, immer in Wohnzimmern. Very sweet, ja. Und dann halt, keine Ahnung, da sind wir komplett so durch Deutschland, Leipzig, Hamburg, Berlin, München, Dresden, Frankfurt und dann auch noch nach Österreich rein, in Wien gespielt und so. Und noch einige Städte und ja, keine Ahnung, fand es ganz geckig. Aber ich habe mich jetzt, als ich mal so hypothetisch gepostet habe, ey, angenommen, ich würde dann und dann einen Gig bei mir in der Küche spielen. In Hamburg. Ja. Wer von euch hätte Bock zu kommen? Haben sich so viele Leute gemeldet, dass ich gemeint habe, okay, vielleicht bin ich auch schon an dem Punkt, dass ich in Hamburg und bestimmt auch in Berlin und vielleicht ja auch in Leipzig oder Köln schon so kleine Konzerte selbst spielen könnte, was ja dann auch, und ich finde, dieses Konzertformat hat was Ansprechendes dadurch, dass ich da dann halt, dass dann halt Leute explizit sagen, ich komme jetzt nicht wegen dem Club und der Party, sondern ich komme halt für den Act, also für mich und meine Musik. Dass man dann auch so ein bisschen mehr Freiheiten hat. Also, dass ich dann auch vielleicht so Songs spielen könnte, die ich im Club nicht spielen würde, weil ich denke, die sind zu songmäßig und nicht energetisch genug für den Club. Ne? Und ja, keine Ahnung, dass man dann auch so ein bisschen mehr Freiheit hat, das Bühnenbild zu gestalten und dann auch vielleicht noch Freunde als Support-Act mit reinholen kann und so und so. Man hat ja viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, natürlich und auch viel mehr Aufwand und Risiko. Ja, logisch. Aber es ist halt genau, was du sagst, die Leute kommen ja dafür, weil sie eben genau diese Kreativität und Ausgestaltung, die du dann eben da im Kopf hast, dann auch aktiv suchen und sich reinziehen wollen. Ja. Also, geil. Ja. Sobald das irgendwie ein bisschen konkreter wird, sag Bescheid, da habe ich Bock zu helfen. Also, als ich das gelesen habe, da habe ich auch dann drüber nachgedacht, das ist einfach, also ich sehe es schon vor mir, wie das ist geil. Ja, und eine Sache, die ich mir auch noch gedacht habe, ist, mir ist es jetzt auch schon ein paar Mal passiert, dass ich dann Leute auf Partys oder auf Festivals getroffen habe, die dann meinen, ey, wir machen ja auch Veranstaltungen und dann aber so rauskommen, die trauen sich nicht zu fragen, weil sie dann irgendwie denken, ah, okay, dann sie denken, es ist irgendwie zu big oder... Ja, genau, dass der kommt jetzt nicht mehr zu uns, der ist zu teuer oder der ist schon zu bekannt, der macht das nicht, der kommt nicht auf unsere Partyreihe, weil ich sehe Videos von dem, wie der da in der Wüste in Südafrika steht oder wie er auf dem Sonnendeck spielt. Ja. Und wo ich mich dann manchmal so ein bisschen ärgere, weil ich denke, frag doch einfach, weil genau das, was ich meine, es gibt mit Sicherheit ganz viele tolle Veranstaltungen, von denen ich noch nicht mal weiß, dass sie gibt. Und würde gern den Leuten die Scheu nehmen zu fragen, also womit ich nicht sagen will und auch nicht sagen kann, ich spiele jetzt überall für umsonst, das nicht. Das ist ja immer noch auch so mein Job und mein Lebensunterhalt. Natürlich, aber man braucht jetzt ja nicht 5.000 Euro um jeden Freitag, damit man so, es lässt sich alles darstellen. Ja, ich freue mich immer, wenn die Leute halt fragen und selbst wenn es nicht klappt, ist doch, also dann klappt es natürlich zu anderer Gelegenheit und genau, ja, nice. Möchte den Leuten die Angst nehmen, auch mich zuzukommen. Ja, also alle, die zugehört haben, wissen jetzt Bescheid. Schreibt Andy einfach. Fragen kosten nichts. Fragen kostet nichts. Geil. Und alle, die ein Wohnzimmer haben, wo eine Party stattfinden soll, einfach schreiben. Ja. Und alle, die sagen würden, ey, nee, es gibt so viele Andys Echo-Fans, wir haben Bock auf ein Konzert mit allem drum und dran, deinem Bühnenbild, deiner Mucke von tieferen, ruhigeren Sachen bis den Club-Hits, schreibt auch. Ja. Weil anscheinend, wenn genug Nachrichten auf Instagram und Co. reintrudeln, dann hast du den Mut, das Projekt anzugehen. Ja, ich habe immer Lust, mal neue Sachen auszuprobieren. Geil. Dann haben wir es doch. Jo. Wir haben jetzt natürlich wieder hier ein Brett produziert, aber es war spannend von vorn bis hinten. Ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute extra erst später nach Hamburg zurückfährst. Sehr gern. Alle, die noch irgendwie auf dem Wohnungsmarkt in Berlin einen Überblick haben oder Bock haben auf einen musikalischen WG-Buddy, schreibt auch gern durch. Und danke, dass ihr zugehört habt. Wie immer,
Wir machen das ja alles ehrenamtlich für die Szene mit genau den ganzen idealistischen Absichten, die du ja auch vorhin hier aufgezählt hast. Alle, die Bock haben, uns zu supporten. Also für uns ist es schon das Größte, wenn ihr das überhaupt euch anhört und sagt, das ist irgendwie ein Mehrwert für euch. Natürlich auf den ganzen Podcast-Kanälen hilft immer da irgendwie liken oder kommentieren oder teilen mit euren Freundinnen. Und schreibt uns immer gerne mal Feedback, weil wir arbeiten natürlich dran, das hier auch zu optimieren, dass es dann ein cooles Format ist, wo ihr sagen könnt, jo, kann man sich ruhig alle zwei Wochen anhören. Also danke dir, Andi, und ich denke auch mal, wir sehen uns hier schon irgendwann nochmal in dem Format auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Das war unsere Folge Nummer 4 und ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat. In der Folgenbeschreibung findet ihr alle angesprochenen Links und checkt auch gerne unsere neue Soundcloud-Playlist aus, wo ihr von jedem unserer Gästinnen ein ausgewähltes Musikset finden könnt. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns liebe Bewertungen oder Kommentare da lasst und den Podcast euren Freundinnen empfiehlt, die eure Musik und Festivalliebe teilen. Das Schönste ist für uns aber, wenn ihr hier durch 2 Stunden im Alltag entfliehen und eure Lieblingsmenschen aus der Szene noch mehr kennenlernen könnt. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in 2 Wochen raus und wer dann zu Besuch kommt, erfahrt ihr dann. An dieser Stelle auch noch einmal ein fettes, fettes Dankeschön an mein 6-köpfiges Team, was im Hintergrund die Redaktions- und Postproduktionsarbeit macht und das alles ehrenamtlich. Danke, danke, danke. Mit euch macht es einfach richtig viel Spaß, dieses Projekt hier an den Start zu bringen. Sonnige Grüße an euch alle. Bis ganz bald auf den Dancefloors. Ciao, ciao, euer Moritz.